Ja, und damit begrüße ich euch alle da draußen ganz herzlich zu einem weiteren First Look hier auf meinem Kanal. Und zwar nämlich zu Diablo 2 Resurrected. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, ich hoffe, alles funktioniert soweit. Ja, der Ton sollte, glaube ich, den Pegel ausschlagen. Tut es. Capture Card funktioniert auch, Facecam ist auch eingerichtet. Wunderbar, so kann es natürlich weitergehen. Ja, Diablo 2 Resurrected, das ist tatsächlich ein neues Let's Play Projekt, was ich angehen möchte. Und ja, gut, ne? Die Nostalgiker unter euch, die werden vermutlich ja vielleicht den einen oder anderen Diablo-Teil gespielt haben. Hoffe ich mal zumindest. Denn ja, ich habe tatsächlich eine tiefe Bindung zu Diablo 2 selber gehabt, weil das war so wirklich, glaube ich, das erste richtige RPG-Spiel, was ich je hatte. Beziehungsweise Hack and Slay. Damals war ich noch so ein kleiner Milchbubi gewesen, so im Alter von 5, 6 Jahren. Und dann, ja, hatte ich auf dem PC das erste Mal dann Diablo 2 gehabt und durfte das dann auch selber anspielen. Ja, nebenbei, FSK war ja damals 16 Jahre alt gewesen. Damals war man aber noch ein bisschen humaner, was diese ganzen Jugendschutzbestimmungen und so weiter anbelangt. Nichtsdestotrotz war das Spiel aber zu seiner Zeit verhältnismäßig gewalttätig gewesen und ne, mit ein bisschen Horror befüllt. Klar, okay, es ist jetzt eigentlich so wirklich kein richtiges Horrorspiel. Baut ja natürlich auf eine, ja, Horroratmosphäre auf, ne, oder beziehungsweise auf eine düstere Atmosphäre, besser gesagt. Aber nichtsdestotrotz, ja, hatte ich dann so wirklich die erste richtige Bindung zu RPG-Games oder RPG-Games dann mit Diablo 2 gehabt. Damals noch in dieser pixelartigen Grafik. Und ja, das Spiel hatte ich ja damals zu der Zeit, wo ich noch so ein kleiner Milchbubi war, auf dem PC. Ja, was ja auch damals nicht so potent war, ne? Also man muss ja auch bedenken, die Technik ist ja mittlerweile heutzutage schon so weit fortgeschritten. Da hatte man ja damals noch mit einer Diskette gespielt, da hatte man irgendwie keine Gigabyte RAM gehabt, sondern nur 128 oder so. Wie die Zeit so extrem gewandelt hat. Und ja, ich habe damals das Spiel immer jeden Tag gesuchtet, halt so. Bin ich extra irgendwie um 5, 6 Uhr morgens aufgewacht. Auch wenn er natürlich damals noch nicht Kinder- bzw. Schulzeit war. Und ja, habe das immer bis in den Nachmittag so durchgezockt einfach, ne? Und ja, da gab es damals noch eine Stelle im Spiel, wo ich dann überhaupt nicht mehr weitergekommen bin. Und ich mir so dabei gedacht habe, okay, weißt du was, kehrst du einfach in die Gebiete zurück und grindest dann die ganze Zeit. Und ja, ich weiß halt nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt halt wirklich mit dem Kopf ziemlich weit gewesen bin. Ich glaube, das war noch im frühen Entwicklungsstadium. Ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne im Rahmen des First Looks ja auch so ein bisschen mein Nostalgieherz nochmal schlagen lassen. Und ja, mit euch gemeinsam, ja, ihr schaut ja natürlich dieses Video, hoffentlich, ja, möchte ich diese Reise noch einmal bestreiten. Ja, Diablo 2 Resurrected ist neu aufgearbeitet. Er hat mittlerweile eine komplett neue Textur bekommen, beziehungsweise eine komplett neue Grafik. Ja, die ist auch auf einer neuen Grafik-Engine aufgebaut. Ja, wo auch unter anderem Raytracing und Co. unterstützt wird. Auch Koop soll möglich sein mit bis zu 8 Spielern. Und ja, das Game ist von Blizzard. Gut, sagt eigentlich im Endeffekt ja schon alles. Obwohl Blizzard ja nach aktuellem Stand her nicht so wirklich den besten Ruf hat, ne? Zumal man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, okay, das ist mittlerweile schon so ein bisschen abgeklungen, ne? Weil da jetzt so andere Themen im Weltgeschehen jetzt im Vordergrund sind. Aber nichtsdestotrotz hat sich Blizzard damals, ja, mit Diablo Immortal da sich nicht so ganz mit Ruhm bekleckert, ja. Und da waren ja auch noch intern massive Probleme gewesen, ja, wo es auch zu vielen, ja, Mitarbeiterentlassungen und Co. kam. Und ja, da kam Blizzard halt damals bei der Fanbase nicht so wirklich gut weg. Ja, die hatten auch in letzter Zeit dann auch nicht mehr wirklich so die Spiele abgeliefert. Ja, was man erwartet hätte, ne? Beispielsweise Warcraft, ja, diese Remastered-Version. Ich weiß jetzt den genauen Namen dieses Titels nicht mehr, aber naja, ihr merkt ja auch schon, wie schlecht das halt bei den Leuten ankam. Im Endeffekt einfach ein bisschen aufgehübscht, aber so contentmäßig kam da halt nichts mehr Neues dazu. Und Diablo 2 Resurrected war wirklich so, sagen wir mal, der erste kleine Lichtblick, ja, aus dem schönen Repertoire von Blizzard.
die ja doch ein bisschen Hoffnung gibt auf ein Diablo 4, was ja bald anstehen wird, vermutlich nächstes Jahr. Zumindest war es ja auf der Xbox-Präsentation damals angekündigt, die in Juli stattfand. Und da hat man auch schon so ein bisschen mehr gesehen. Und da bin ich ziemlich gespannt auf jeden Fall, wie weit Blizzard in ihrer Spielentwicklung gekommen ist. Ja. Und von dem, was man auch so gameplay-technisch gesehen hat, sieht schon, glaube ich, schon vielversprechend aus, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, ich freue mich mega auf jeden Fall. Ja, ist natürlich ein Spiel, was jetzt schon deutlich lange draußen ist, ne? Der Release ist ja letztes Jahr Oktober, glaube ich, gewesen. War auf jeden Fall letztes Jahr gewesen, wo das Spiel rauskam. Und ja, ne, ich konnte es mir natürlich jetzt auch nicht entgehen lassen, das auch selber mal anzuzocken. Ich hatte halt leider bis dato jetzt nicht wirklich immer die Gelegenheit dazu gehabt, aber... Okay, ich meine, jetzt klar, aktuell ist die Zeit bei mir jetzt auch extrem begrenzt, aber nichtsdestotrotz, ja, kann ich dennoch mal ab und an mal dieses Spiel spielen und ich hoffe mal, euch gefällt das, ja, was ich euch zeige und präsentiere, auch in Kombination natürlich mit meiner Unterhaltung, mit meinen Kommentaren oder mit meinen, sagt man das, mit den Kommentieren, ne? Oder mit dem, was ich darüber spreche. Und ich denke mal, ich werde mich auch an viele Sachen wieder zurückerinnern, ja, was damals auch Diablo 2 ausgezeichnet hat. Wie gesagt, war auch mit eines der erfolgreichsten RPG-Games zu seiner Zeit. Das muss man sich ja damals geben lassen. Und Diablo 2 Resurrected ist auch gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall, was, glaube ich, auch die Verkaufszahlen angeht. Und es wartet auch mit einigen neuen Features auf. Ja, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das werden wir gleich schon... genau genug machen, aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, wir starten einfach das Game und ja, wünsche euch natürlich ganz viel Spaß mit dem First Look. Apropos, bevor wir damit loslegen, erst einmal ja, für die Leute, die zum ersten Mal ein Video von mir schauen, seid erstmal gegrüßt von meiner Seite und ja, fühlt euch auf jeden Fall wohl hier auf diesem Kanal. Ja, mein Prinzip vom First Look besteht ja darin, dass ich mir ein Spiel genauer angucken möchte. Jetzt klar, macht es jetzt nicht wirklich viel Sinn, jetzt über ein Spiel zu urteilen, was schon vor 20 Jahren damals erschienen ist auf dem PC. Ich denke, das ist dem Spiel ja auch nirgendwo gerecht und ich denke mal, dass das Spiel ja hauptsächlich Nostalgikern und Leuten ja als Zielgruppe haben, die gerne nochmal einen Blick in die Vergangenheit nochmal wagen möchten oder beziehungsweise eine Reise in die Vergangenheit, das trifft es besser. Vielmehr konzentriere ich mich bei diesem First Look tatsächlich auf ein paar wichtige Aspekte, die eigentlich mehr sogar mich als euch betreffen. Und zwar zum einen, ja, werden wir das Spiel über längere Aufnahmesessions machen, also quasi so, wie wir das jetzt zum Beispiel im Falle eines First Looks machen, was ungefähr, sagen wir mal, grob geschätzt 2 Stunden gehen wird, je nachdem. Ob wir das dann in der Länge weiter fortführen wollen oder ob wir das Ganze hier gesplittet machen als ein richtiges Let's Play Projekt, wo ich dann so circa 30 Minuten pro Folge raushaue. So ungefähr, ja, also so ähnlich wie Elden Ring und ja, die anderen Let's Plays, die ihr auf meinem Kanal findet. Ja, darüber bin ich doch ziemlich unsicher. Genauso auch natürlich die Frage, okay, ist das dann eher ein Spiel zum Stream oder eher ein Spiel für YouTube? Weil das kann ich mir auch wirklich in beide Richtungen halt ziemlich gut vorstellen. Und was für Möglichkeiten bietet uns das Spiel dann auch im Allgemeinen? Ja, können wir mit verschiedenen Heldenklassen an den Start gehen? Nebenbei, kleine Anekdote an dieser Stelle. Die ganzen DLC-Inhalte, die es damals zu Diablo 2 gab, vor 20 Jahren, Lord of Destruction, die sind in diesem Spiel mit inbegriffen. Für diejenigen unter euch, die es natürlich jetzt nicht wissen oder wenig mit dem Spiel bisher vertraut sind. Ja, das ist mit inbegriffen. Damals musste man für die DLCs bezahlen. Aber man hatte auch einiges dazu geboten bekommen. Ne? Unter anderem eine neue Heldenklasse, einen 5. Akt, neue Karten und Level und neue Monster und allem drum und dran. Als ob man da wirklich so eine richtige Erweiterung gehabt hat. Und für einen, glaube ich, damals recht günstigen Preis auch. Das ist auf jeden Fall in diesem Spiel mit inbegriffen. Möchte ich nur an dieser Stelle nochmal ganz kurz hier erwähnt haben. Ja, nochmal darauf. Gut, gibt es Formate, die ich so kreieren kann? Zum Beispiel Challenge Runs oder ja, so Community Challenges, die ihr euch so gerne wünscht. Oder sollte ich vielleicht nochmal eine Art Speedrun machen? Ja, da
ja, möchte ich euch auch darum bitten, gerne auch Feedback dazulassen oder auch Vorschläge, was ihr gerne zum Spiel sehen wollt. Wir werden jetzt das Spiel ja, als First Look natürlich erstmal starten und dann werden wir das Spiel einmal Walkthrough-mäßig durchspielen, ja, dass wir dann einmal so ziemlich alles gesehen haben, inklusive, ja, das DLC, in der Hoffnung, dass ich das Ganze wirklich bis zum Ende durchspiele und nicht irgendwie urplötzlich hier damit aufhöre. Aber gut, da müssen wir auch die Langzeitmotivation zeigen, wie gut sich das Spiel da auch hier bewährt, ne? Das ist ja auch so ein bisschen tatsächlich das, was mal, was ich auch ein größeres Augenmerk auf mein First Look Format zu legen, ne? Jedenfalls spielen wir das einmal komplett durch und ja, dann können wir ja natürlich gucken, ob dann uns irgendwelche Ideen einfallen, so kreative Ideen, die man dann noch umsetzen kann. Ja, ich denke mal, Möglichkeiten zum Spiel wird es dann auch dementsprechend zu Genüge geben. Davon gehe ich fest davon aus. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Ganze auch hier mit dem Controller spielen lässt, weil da haben sie ja die Interaktion und das Gameplay ja auch für die Xbox und für die PlayStation veröffentlicht und auch für weitere Konsolen. Nevermind. Und das haben sie dann auch auf die jeweiligen Controller angepasst. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt auf den Controller umgesetzt haben. Ja, damals gab es das Spiel ja nur auf dem PC, wohlgemerkt. Und ja, da bin ich auch ziemlich gespannt drauf. Ja, was gibt's da auch groß zu sagen? Abschließend dazu, ne, wenn wir ja mit dem First Look mehr oder weniger fertig sind, werde ich dann auch so ein kleines Zwischenfazit dann noch am Rande ziehen. Ja, vielleicht habe ich dann auch dadurch meine ersten Eindrücke geschildert, die ich so aus dem Spiel finden kann. Zumal ich auch schon eigentlich direkt sagen kann, ey, ne? Ja, Nostalgie kickt rein. Da kann ich ja nur Positives über das Spiel berichten, aber naja, vielleicht fällt ja auch dem einen doch hier und da mal was auf, was vielleicht doch unschön ist. Ja, mittlerweile ist das Spiel ja auch schon recht weit draußen, hat ja auch schon, ja, Patch-Version 1.4.7, so wie man das hier unten sieht, also unten rechts, beziehungsweise hier eingeblendet, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich würde mal einfach sagen, wir starten mal durch, oder? Ich habe riesen Bock drauf. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet, ne? Los geht's. So, Gamma-Kalibrierung. Nach Belieben anpassen. Für das optimale Spielerlebnis sollte das Logo wahrscheinlich hier sichtbar sein. Da müsste ich jetzt mal gucken. Ja, auf dem Vorschaubild ist das so ein bisschen kritisch, ne? Weil ich spiele auch hier nicht mit der maximalen Bildschirmhelligkeit. Von daher müsste ich mal gucken. Ich denke mal, aber so ist es okay. Dann dürfte man das meiste auch mehr oder weniger sehen. Dann stellen wir das dann auch so ein. So, zwischendurch streue ich ja auch hier natürlich hier und da mal so meine ersten Eindrücke ein, ja, damit es sich auch wirklich so wie so eine Art Preview für euch anfühlt, ja, und darum geht es ja auch, wie gesagt, beim First Look. So, ich habe da jetzt ein bisschen auch durcheinander geredet, ansonsten, ja, falls ihr immer noch nicht schlau geworden seid, was das First Look denn jetzt auch wirklich für mich bedeutet, beziehungsweise für euch, würde ich auf jeden Fall mal einen Blick in die Videobeschreibung werfen, denn da steht dann auch das Funktionsprinzip, oder beziehungsweise das Prinzip, wie dieses Format funktioniert, und auch alle wichtigen Details zum Spiel, also wann dieses Spiel veröffentlicht wurde, für welche Konsolen, glaube ich, habe ich rausgestrichen, aber welche Genre das einzusortieren ist, von welchem Hersteller, von welchem Publisher das Spiel stammt und ja, noch weitere wichtige Details, auch zu meiner technischen Hardware-Ausstattung, ja, also da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick hier reinzuwerfen. Ist nur eine Empfehlung von meiner Seite. Ja, wir lassen das mal so. Ich denke mal, das ist ganz okay. Ja, Bildschirmdimensionenkalibrierung. Beweg die Ecken mit dem Steuerkreuz oder den Sticks an die Kanten deines Bildschirms. Ja, das ist eigentlich schon so gut angepasst. Ich meine, wir können das ja natürlich noch ein bisschen weitermachen. Wenn das mal funktionieren würde. Ach so. Ah, okay. Ich muss es so rüber machen. Alles klar. Also mit Steuerkreuz oben, unten und oben. Aber so ist eigentlich ganz okay. Ansonsten müsste ich auch mal im Laufe des First Looks ja auch gucken, wie das mit der Facecam passt, ja, weil vielleicht muss ich ja hier und da die Facecam verschieben. Da es gut sein kann, dass eventuelle Inhalte vom Gameplay, sagen wir mal, wie sagt man das so schön, nicht sichtbar werden, beziehungsweise verdeckt werden, und das möchte ich ja auch nicht.
Und diese Musik, ey, das macht schon wirklich Bock auf mehr auf jeden Fall. Nebenbei, Musik haben sie auch überarbeitet, ne? Das möchte ich nochmal auch mal kurz erwähnt haben. So, Farbenblindheitskalibrierung legt fest, welcher Bildschirmfilter verwendet wird, um bei häufigen Arten von Farbenblindheit zu helfen. Okay, wir haben... Okay, finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass man da auch so Barrierefreiheitsoptionen bietet, ja, um den Spielern das Ganze so angenehm wie möglich zu gestalten, auch die körperlich beeinträchtigt sind, ne? Forza Horizon 5 macht das vor, auf jeden Fall. Wobei, das sieht aber auch irgendwie echt extrem wild aus, ne? Ne, wir deaktivieren das Ganze ja natürlich. Farbenblindheitsstärke. Warte mal, was wäre, wenn ich jetzt komplett nach links gehe? Okay, ich wäre mal davon ausgegangen, dass man dann irgendwie so schwarz-weiß hätte. Aber das wäre ja dann die Sättigung, die man runterschrauben würde. So. Lassen wir es mal so stehen. Oh, sieht gut aus. Blizzard Entertainment presents. Endlich finde ich euch. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir mal, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb.
Erschien von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Anfang geboren worden? Gefolgt. Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Diablo 2 Resurrected. Boah, ich bin aber völlig überrascht, muss ich sagen, dass es dazu eine Intro gibt. Also, beziehungsweise so Filmsequenzen. Das gab es nämlich noch in dem Spiel von vor 20 Jahren gar nicht. Das finde ich cool auf jeden Fall. Ziemlich nice. Und Intro hat wirklich, also wie ich finde, Lust auf mehr gemacht. So, während ihr das Intro genüsslich geschaut habt und euch hoffentlich auch hier, euch die Sprache verschlagen hat, habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich das gesamte Projekt mit 720p und 60 FPS laufen lasse. Das heißt, ihr seht das in HD. Ich denke mal, für das Spiel natürlich vollkommen ausreichend. Also man muss jetzt nicht unbedingt auf Full HD gehen. Da wird man ja auch schon alles mehr oder weniger sehen. Dazu. So, und jetzt müssen wir das Login-Einverständnis durchlesen. So, Blizzard Entertainment Datenschutzerklärung. Blizzard respektiert die Privatsphäre seiner Spieler und erkennt die Bedeutung der Bereitstellung einer sicheren Umgebung für personenbezogene Daten und nicht personenbezogene Daten zusammen Daten an. Was? Okay, wenn ihr Bock habt, lest euch das durch, pausiert das Video, keine Ahnung. Für diejenigen, die halt wirklich jetzt irgendwie Bock da haben, ihre Zeit da totzuschlagen, hier habt ihr den ganzen Text.
Ja, das alles gehört zum Login-Einverständnis. Da gehört auch wahrscheinlich dazu, ey, kauft doch weitere Spiele von Blizzard und keine Ahnung, hey, finanziert uns ja hier und da und ja, wir machen Eigenwerbung, weil die ist cool und so. Ja, Blizzard Entertainment, Datenschutz Europa, Nahe Osten und Afrika aktualisiert am 1.3.2022. So, wenn wir das jetzt natürlich nicht akzeptieren, dann, ja, können wir das Spiel nicht spielen. Deswegen müssen wir annehmen. Okay, ziemlich interessant, dass man da Verbindung zu Battle.net aufbauen muss. Ja, das kann ich auch nebenbei erwähnen. Das Spiel funktioniert nicht, ohne dass man zuvor ein Battle.net-Konto geöffnet hat. Ansonsten habt ihr da keinen Zugriff auf das Game. Was ich schon mal nicht so ganz cool finde. Aber ja, Blizzard möchte ja auch eure ganzen Erfolge, euren ganzen Spielverlauf hier tracken und naja, ne, natürlich hat es Vor- und Nachteile irgendwo. Man kann nebenbei mit dem Battle.net-Account auch die Produkte von Blizzard kaufen, ne, was auch ziemlich cool ist, weil einiges davon, zum Beispiel Warcraft 3, was es ja zuvor damals auf Steam eventuell gab, gibt es nicht mehr. Genauso wie Diablo nicht mehr. Ja, da musste man schon ein Battle.net-Konto erstellen und dann extra auf dem Shop von Blizzard hier kaufen. Kann man davon halten, was man will? Ne? Ich meine, Rockstar macht das ja halt natürlich vor mit ihren GTA-Spielen der früheren Jahre. Ist auch irgendwie ein bisschen total bescheuert. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. So, diese Option wählen, um einen neuen Charakter zu erstellen. Achso, okay. Ja, können wir machen. So. Dann können wir zwischen Online und Offline switchen. Okay. Ah, cool. Das war's auch schon. So. Ja, Nachricht des Tages. Ranglisten-Saison 2 ist jetzt live. Erstelle einen neuen Ranglisten-Charakter und erhalte Zugriff auf die neuen Zauber, mit denen du Monster-Immunitäten durchbrechen kannst. Ja, okay. Das betrifft uns jetzt eigentlich gar nicht mal. Wir werden das ganze Spiel offline spielen. Das heißt, ich stelle das jetzt schon mal direkt ein. Okay, ich denke mal, das ist jetzt offline. Hoffentlich. Weil, ne, ich will das Ganze ja auch als Singleplayer dann auch genießen. Mal gucken, vielleicht werde ich das eventuell auch als Koop-Projekt mal an den Start bringen, weil das Spiel bietet ja auch die Möglichkeit, das Ganze auch in lokale Koop zu spielen. Müssen wir aber gucken, ne? Je nachdem auch, wie eure Interessenbereitschaft da zum Spiel besteht. Ja, wir starten aber mal ganz obligatorisch, wie wir das auch in den vorherigen First Looks gemacht haben, immer mit den Optionen. Nebenbei bei den Videos könnt ihr euch dann auch immer hier diese Filmsequenzen anschauen. Ja, die Klage der Schwester war nämlich das, was uns da direkt nach dem Titelbildschirm eingeblendet wurde. Und wie gesagt, also ich finde das ziemlich cool, dass sie da auch sowas eingepflegt haben. Ne? Das strotzt auch so ein bisschen davor tatsächlich, den Kern des Spiels zu bewahren, aber dennoch neue Elemente einzufügen, die das Spielerlebnis so ein bisschen unterhaltungstechnisch dann nochmal auf ein anderes Level heben, also dass man halt quasi mit der Zeit geht. Ich hoffe mal tatsächlich, dass sie nicht viel am Spiel geändert haben, sondern dass, naja, das gesamte Kern dieses Spiels ja auch gleich bleibt, ne? Dass man halt Diablo bekämpft, weil das ist ja unsere Mission, ne? Wir müssen Diablo stoppen. Ist ja immer die Lore bei jedem Diablo-Teil. Und ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich das jetzt auch mal so erzähle. So, wir gehen jetzt mal in die Optionen rein, gucken mal, was wir so für Möglichkeiten haben. Ja, ich schiebe mal kurz meine Cam hier hin, damit ihr auch alles zu sehen bekommt. So, Helligkeit haben wir ja gemacht. So, ne, das seht ihr ja quasi hier. Dann haben wir Bildschirmdimensionen gemacht. Das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir einmal Grafikmodus. Und hier können wir einstellen zwischen Qualität und Performance. Beziehungsweise Qualität und Leistung an dieser Stelle. Leistung bedeutet, dass das Ganze hier mit 60 Frames pro Sekunde gespielt wird. Dafür sehen Grafiktexturen ein bisschen, ich sag mal, schwächer aus. Beziehungsweise da muss man ein bisschen Abstriche machen. Ist aber, denke ich, mittlerweile eigentlich nicht so schlimm. Und Qualität wäre halt das Umgekehrte. Man möchte, ja, schärferes Bild haben vom Spiel, aber dafür, ja, es ist nur mit 30 Frames pro Sekunde. Wir werden das auf Leistung machen, weil ich das Ganze auch, wie gesagt, selber auf 60 FPS aufnehme. Und, naja, Qualität ist ja auch schön und gut, aber für mich ist eigentlich das Gameplay entscheidend. Und, ja, von den ganzen grafischen Highlights, denke ich mal, gehe ich mal davon aus, dass wir
da jetzt auch schon so in den Genuss kommen, natürlich, ne, weil das Spiel ja auch remastered ist. Sie nennen das Ganze halt einfach nur Resurrected. Aber ja, solche Wunderdinge braucht man da jetzt auch nicht erwarten. Können wir ehrlich sein. So, Spielauflösung. Das ist interessant, dass es auch für die Konsole diese Option gibt. Modifiziert die Auflösung im Classic-Modus. Im Resurrected-Modus passt sich die 3D-Zoom-Stufe an. Ach lol. Wir können das Ganze auch aus der Retro-Perspektive spielen. Also im Classic. So wie das Spiel damals vor 20 Jahren ausgesehen hat. Das ist fett, muss ich sagen. Das ist ziemlich geil. Ich wusste ja gar nicht mal, dass sowas möglich ist. Ja, andere Publisher können sich mal ein Beispiel davon nehmen. Ich möchte mal nur Forza Horizon 5 und deren aktuelle Festival-Playlist-Saison mal anmerken, ne, zum 10-jährigen Jubiläum. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist da immer noch das 10-jährige Jubiläum. Wenn das wahrscheinlich auf YouTube dann schon draußen ist, dann ja, gehe ich mal davon aus, dass das Ganze vorbei ist. Aber gut, das ist nicht Thema des Ganzen. Dann haben wir einmal Lichtqualität, legt die Schärfe von Beleuchtung im Spiel fest, nur Classic-Modus. Was ist denn eigentlich jetzt Classic-Modus? Aber warum nur Classic-Modus? Hä? Oder ist Classic das Spiel, was auf 3D dargestellt wird? Ich glaube, das werden wir vermutlich mal gleich sehen. Schattenverlauf macht Schatten transparent, nur Classic-Modus. Hä? Ich denke mal vermutlich, dass der Classic-Modus der normale Modus ist. Aber hoffentlich kriegen wir das auch noch gleich erklärt. So, Perspektivenmodus. Aktiviert Parallaxeneffekt für Bildschirmbewegung, was in mehr visueller Tiefe resultiert. Ja komm, warum nicht, ne? Kontrast. Legt den allgemeinen Kontrast des Spiels fest. Da können wir auch einstellen zwischen 100 und 0. Und Emulation. GDI emuliert einen Software-Rasterizer ohne Filter. Emuliert den 3DFX-Filter des ursprünglichen Spiels. Resurrected richtet sich an Artefakte des 3DFX. Okay. Ich bleib mal bei GDI. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür das steht. Und was das Ganze macht. Aber ziemlich ungewöhnliche Option, die man da hat. Ne? Also wie nebenbei spielt das Ganze auf der Xbox Series X, ne? Deswegen bin ich auch ein bisschen verwundert, dass es diese Option halt gibt, ne? Dann können wir aber weitermachen mit der Audio. Da können wir einmal Sound festlegen. Okay. Legt die Lautstärke der Hintergrundmusik fest. Da gehen wir mal ein bisschen runter. Ja. Wie immer, kennt ihr ja mittlerweile, zwecks möglicher Copyright-Verletzungen. Ich möchte das Ganze ja vermeiden. Wobei das eigentlich ja nur, naja, Hintergrundmusik vom Spiel ist. Ich denke mal, das dürfte auch kein Problem sein. NSC-Sprachausgabe. Legt die Lautstärke von Stimmen fest und oder steuert den visuellen Text bei Dialogen von Nichtspielercharakteren, NSCs. Also von dem, was wir jetzt gesehen haben, so aus der Intro-Sequenz, hatte sowohl Audio als auch Text eingeblendet. Da bleiben wir auch dabei. Textsprache, Deutsch. Ansonsten kann man natürlich auch auf Spanisch umstellen. Français. Italiano. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist, aber ja, gibt's auch. Polnisch gibt es. Polski. Das dürfte Russisch sein. Und das dürfte Chinesisch sein. Und nochmal irgendwie Chinesisch. Dann gibt's noch Latino-Spanisch. Dann gibt's noch hier nochmal weitere Sprache. Portugiesisch, Englisch, Deutsch. Also, es gibt ganz schön viele Optionen, ne? Das ist schon ziemlich nice. Dann gibt es noch Bedienungshilfe. Nachhall deaktivieren. Aktivieren, damit die Umgebung keine Geräusche zurückwirft. Nein, komm, wir wollen doch Echo haben. Also wir wollen natürlich so ein immersives Spielerlebnis haben. Also, ja. Ich denke mal, so im Classic-Modus gab es das, glaube ich, nicht. Boah, ein Classic-Run wäre jetzt auch echt irgendwie ziemlich cool, ne? Controller-Feedback aktivieren, um zusätzliche Soundeffekte abzuspielen, wenn mit einem Controller Optionen und Gegenstände im Fokus sind oder Menüs bedient werden. Okay. Warum nicht? Können wir mal machen. Ermöglicht das Speichern von 3 benutzerdefinierten Sets von Audio-Optionen. Es gibt einmal Standard, 1, 2 und 3.
Oh, das ist cool. Also man kann sich auch sogar Presets machen. Gut, werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen, aber das ist cool, dass es diese Option gibt, ne? Dann kann man halt immer wieder umswitchen. Je nachdem, wie viel Bock man drauf hat. Stimmen legt die Lautstärke der Dialog von Spielern, NSCs und Monstern fest. Anstelle, dass sie da einfach NPCs sagen, müssen sie unbedingt NSC sagen, weil das so geil rüberkommt. 99% aller anderen Spiele sagen NPC. Also wenn sich Blizzard damit abheben möchte, super, cool. Können wir bei 100% lassen. Legt die Lautstärke der Unterkategorien der Soundeffekte fest. Das können wir auch bei 100 lassen. Benutzerinterface. Legt die Lautstärke von Mauszeigern und Ausfallgeräuschen fest. Da gehen wir mal ein Tickchen runter. Gegenstände. Legt die Lautstärke von Gegenständen im Inventar. Was? Legt die Lautstärke von Gegenständen im Inventar? Achso, beim Fallenlassen und beim Aufheben fest. Oh, ich dachte gerade, das wäre so ein Punkt gewesen. Ich dachte mir so, hä? Soll da nicht noch irgendwas kommen? So. Können wir auch auf 90 machen. Monster. Ja, können wir bei 100 lassen. Legt die Lautstärke der Fertigkeiten von Spielern und Monstern fest. Können wir auf 95 machen. Umgebung legt die Lautstärke von Portalobjekten und Umgebungsgeräuschen fest. Können wir auch auf 90 machen. Und Kampf natürlich bei 100. Ne? Wir wollen halt natürlich sehr viel Action haben. Wir wollen auch sehr, sehr viel. Ne? Oh. So, legt die Lautstärke von Anstrengungsaufprall, Explosion, glaube ich, oder Explosiv, Waffen und Blutgeräuschen des Spielers fest. Ja, also von Gesamtlautstärke her. Ach so, ah, okay, da beeinflusst er das Ganze ja mit. Okay, das ist doof. Nee, dann möchte ich hier 100, da möchte ich 95, das passt schon. Umgebung können wir drauf verzichten und Kampf natürlich volle Pulle. Also wenn nicht jetzt, wann dann? So, das war's zum Thema Audio. Da gibt es Gameplay und da gibt es, glaube ich, auch einige Optionen. Jo, okay, das sieht nach ein bisschen was aus. Anzeige von Gegenstandsnamen. Legt das Verhalten der Taste Gegenstände auf dem Boden zeigen fest. Halten oder umschalten? Nee, da machen wir natürlich halten. Sogar zeitverzögert. Das Verhalten der Taste Gegenstände auf dem Boden zeigen fest. Anzeige von Gegenstandsnamen. Wird man sagen halten, oder? Automatische Goldaufsammlung. Sammlung. Ja, damals zu den alten Diablo 2 Zeiten musste man immer mit dem Mausklick da irgendwie das Gold aufsammeln. Jetzt haben sie die Option hinzugefügt, dass man dann im Gameplay sagen kann, okay, ich möchte das Gold automatisch aufsammeln. Ist cool, auf jeden Fall. Ja. Um dem Spieler auch das ganze Erlebnis auch ein bisschen einfacher zu gestalten. Deswegen lassen wir das auch mal drin, ne? Wenn wir Classic-Modus spielen würden, dann würde ich das auch natürlich komplett auch abschalten. Automatische Gruppeneinladung, nö, machen wir nicht. Hotkey-Hinweise im Gegenstand-Tooltips anzeigen. Zeigt Hinweise für zugewiesene Tasten im Gegenstand-Tooltips an oder blendet sie aus. Ja, das können wir eigentlich von mir aus anlassen, das ist kein Problem. Text auf Lebenskugel anzeigen. Und Text auf Mana-Kugel anzeigen. Das können wir beides anlassen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob das im Classic-Modus damals so war. Beziehungsweise im klassischen Diablo 2. Ob es da auch Texte gab? Ich glaube nicht. Aber es ist halt wirklich so, so verwaschen. Deswegen ja, würde ich da jetzt nicht so sehr drauf festnageln. Munition auf Fertigkeiten anzeigen. Numerische Anzeige aktueller Munition auf Icons für Fertigkeiten, die Munition brauchen, können wir anlassen. Chat-Schriftgröße ist eigentlich für uns irrelevant, weil Chat ist für uns nicht wichtig. Ich mache das trotzdem klein. Hintergrund für Chat-Nachrichten. Aktivieren, um Chat-Nachrichten einen dunklen Hintergrund hinzuzufügen, um ihre Lesbarkeit zu verbessern. Brauchen wir nicht. Ja, ich mag es lieber transparent. Also auf transparentem Hintergrund als auf dunklem. Modus mit großer Schrift. Aktivieren, um Größe der Benutzeroberfläche zu erhöhen und allgemeine Lesbarkeit zu verbessern. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, ich überlege gerade, ob man das dann so, wenn ihr dieses Video schauen solltet, oder aktuell schaut natürlich, ob das dann auch gut genug ob man das Ganze auch gut genug erkennen kann. Ich denke mal, das ist dann
Ist okay, schätze ich mal. Farbenblindheitsmodus hatten wir schon gemacht. Kamera wackeln. Können wir anlassen, warum nicht? Verfehlungsanzeige zeigt einen Indikator an, wenn ein Gegner mit einem Angriff verfehlt wird, der Angriffswertung verwendet. Ja, machen wir. Untertitel. Ja. Und Untertitel für NSC. Größe. Gibt Grußtexte von Nichtspielercharakteren im Chatfenster aus. Ja. Meinetwegen. Cursor-Empfindlichkeit. Legt die Cursor-Sensitivität in der Benutzeroberfläche fest. Aber ich spiele auf dem Controller. Ach Leute, das sind die Einstellungen von... Warte mal. Wir spielen mit einem Cursor? Okay, das ist ziemlich interessant. Bis wir können wir runtergehen auf 1000. Ich will das erstmal mal so lassen, um einfach mal ausprobieren und dann die Werte vielleicht nochmal dynamisch mal anpassen. Ich denke mal, dass das Spiel schon von im Standard-Trim halt schon, denke ich mal, vernünftig gewählt hat. Aber interessant. Also wir spielen anscheinend mit Cursor. Das könnte lustig werden. Eigene Fertigkeitstasten für Waffenwechsel. Fertigkeitstasten sind beim Waffenwechsel separat. Ja? Ich glaube ja. Also denke ich mal. Controller-Vibration aktivieren. Ja, können wir machen. Daumensticks vertauschen. Nein. Kartengröße. Legt den Stil der Autokarte fest, die im Spiel benutzt wird. Da haben wir eine Minikarte rechts. Oder Vollbild. Ja, geil. Genau. Da soll die Map komplett im Vollbild gezeigt werden. Natürlich. Ja, warum auch nicht? nee, wir machen die Minikarte links. Weil meine Facecam rechts ist. Also von euch aus gesehen rechts. Damit das jetzt nicht irgendwie interferiert. Ich hoffe, interferiert war jetzt, glaube ich, auch der richtige Begriff dafür. Autokartentransparenz. Legt den Transparenztypen der Autokarte fest. Mit Benutzer definiert lassen sich Benutzer definierte Transparenzoptionen wählen. Machen einfach mal automatisch, oder? Oder, nee, wenn dann Transparenz auf 100%, oder? Erfordert das Benutzer definiert als Transparenzoption, bla bla bla. Legt den Prozentsatz der Transparenz der Autokarte fest. Ja, nee, dann machen wir natürlich volle Transparenz. Oder nee, lassen wir mal automatisch machen. Ich glaube, das Spiel kriegt das schon, schätze ich mal, hin. Dann stellen wir den Wert dann natürlich wieder auf 50 zurück. Autokarte automatisch öffnen. Legt fest, ob die automatische Karte beim Betreten eines Spiels automatisch geöffnet wird. Geschlossen. Können wir das dann selber öffnen? Nee, lassen wir das mal offen, oder? Macht schon Sinn. Weil ich würde mal gerne immer mir die Minimap angezeigt bekommen. Ist für mich ja auch ein bisschen einfacher dann. Damit ich auch weiß, wo ich gerade bin. So, Gruppenmitglieder anzeigen. Zeigt verbündete Charaktere auf der Autokarte an. Einschließlich Gruppenmitgliedern, Söldnern und beschworenen Kreaturen. Das können wir tatsächlich mal anlassen. Es bezieht sich jetzt nicht nur auf die Online-Spieler oder auf Multiplayer, sondern auch auf NPCs. Ja, ich nenne das Ganze jetzt NPC und nicht NSC. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie auf die Idee gekommen ist, bei Blizzard das so zu nennen. Schwachfu. Charakternamen anzeigen auf der Autokarte, ja. Und Spielname anzeigen zeigt den Spielnamen an, wenn die automatische Karte offen ist. Das können wir auch so lassen. Dann Einstellungen. Sicherheit für private Spiele. Nur Freunde können deinem privaten Spiel beitreten. Das ist mir eigentlich relativ egal. Deswegen machen wir es auf Solo. Das ist gut. Offline-Schwierigkeitsskalierung. Nur ein Offline-Spiel verfügbar. Aber ich habe das auf Offline eingestellt. Kann ich die Option dann nicht auswählen? Hinweis, diese Einstellungen werden im Offline-Spielen sofort aktiv. Ja, warum ist das dann nicht aktiv? Was soll das hier? Da fühlt man sich komplett verarscht hier. Aber das waren die Einstellungen, die man für das Spiel hat. Schon viele nützliche Gameplay-Features am Start, ne? Schon ziemlich cool. Also, man kann schon ziemlich viel einstellen. So. Ich habe jetzt Offline. So, kann ich das jetzt anzeigen? Und einstellen? Also, ich will das jetzt natürlich nicht einstellen, ne? Nur, es geht anscheinend nicht. Ist halt für die Leute interessant,
Ja, für diejenigen, die jetzt auch das First Look zu Brotato geschaut haben, ich denke, das Video wird dann direkt nach dem kommen. Ja, da hatte man auch die Option gehabt, ja, unter Barrierefreiheit, dass man ja den Gegnertempo reduzieren kann und so weiter. Und das ist, glaube ich, hier ähnlich der Fall. Also, wenn man damit überhaupt nicht zurechtkommt, dass man dann ja das Tempo und weitere Sachen dann auch drosseln kann. Okay, komisch, warum ich das hier nicht offline gestalten kann. Merkwürdig. Aber gut, wir gehen mal auf Erstellen. Ja, wir haben jetzt lange genug hier im Menü rumgeeiert. So, wir wollen jetzt auch mal loslegen. Ah, jetzt kann ich das einstellen, oder? Online. Damit erstellst du einen Online-Charakter, der auf Battle.net-Servern gespeichert wird. Ein Online-Charakter ist für plattformübergreifenden Fortschritt und die saisonale Rangliste nötig. Eine Internetverbindung und ein verbundener Battle.net-Account werden benötigt. Es wird ein Abonnement von Xbox Live Gold benötigt, um zusammen mit anderen Spielern zu spielen. Nein, ich würde gerne auf Offline gehen. Dankeschön. So, und hier können wir jetzt die Heldenklasse wählen. Wir haben 7 Klassen zur Auswahl. Damals im klassischen Diablo 2 hatten wir zu Beginn nur 5 gehabt zur Auswahl, was immer noch mehr war als Diablo 3 zu Release. Ne? Also, wo ist der Sinn? Und ich denke auch mal, Diablo 4 wird da, glaube ich, nicht so viele Helden haben. Jedenfalls haben wir 7 Helden zur Auswahl, von denen wir uns jetzt einen aussuchen können. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wen ich gleich wählen werde. Mal gucken, welche Heldenklasse mich da sehr anlächelt. So, Amazone, geschickt im Umgang mit Speer und Bogen. Eine sehr vielseitige Kämpferin. Alles klar. Okay, dann haben wir die Assassine. Da sie in den Kampfkünsten geschult ist, sind ihr Geist und ihr Körper tödliche Waffen. Dann haben wir den Totenbeschwörer. Zu seinen Spezialitäten gehören die Herbeirufung untoter Diener und das Verfluchen seiner Feinde. Kann man machen? Barbar. Im Nahkampf ist er unübertroffen und ein Meister aller Waffenarten. Paladin, ein geborener Anführer, ein heiliger Mann und ein gesegneter Krieger. Okay. Dann eine Zauberin. Sie beherrscht die Elementarmagien. Feuer, Blitz und Eis. Dann haben wir noch als Abschluss den Druiden. Als Herrscher über die Naturgewalten ruft er wilde Tiere und tosende Stürme an seine Seite. So, wenn ich mich nicht täusche, war im DLC Lord of Destruction der Druide und die Assassine neu gewesen, als neue Helden, die man sich auswählen konnte. Und standardmäßig hatte man Amazone, Totenbeschwörer, Barbar, Paladin und Zauberin zur Auswahl. Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte, aber ich meine, das müsste so gewesen sein. Und ich hätte tatsächlich auf jeden Fall Bock, mal eines der DLC-Heldenklasse auszuwählen, also zwischen Druide und Assassine. Damals, ja, als ich das Spiel ja zu meiner Knirpszeit gespielt habe, habe ich den Barbaren genommen. Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern, weil der Barbar war so ziemlich King, hat alles wegradiert, was nicht nied- und nagelfest auf dem Baum war. Und ich war halt eher so von der Kategorie, ich hau einfach mal alles so mit einem Hammer drauf gefühlt, ne? Fand ich irgendwie ziemlich geil. So, aber ich würde mal gerne tatsächlich jetzt mal eine Heldenklasse aus Lord of Destructions wählen. Und ich glaube, ich habe mich ja auch schon dazu entschieden, die Assassine tatsächlich mal zu nehmen. Weil sie, glaube ich, auch taktischer ist. Und vielleicht auch ein bisschen mehr fernkampforientiert. Die könnte vielleicht sehr interessant werden. Ich denke mal, ich werde mal mit ihr gehen. Zumal man ja auch natürlich sagen muss, die anderen Heldenklassen haben ja auch so ihre Vor- und Nachteile. Ne? Totenbeschwörer zum Beispiel, da kann man sehr, sehr viel mit Beschwörungsmagie arbeiten. Bei Paladin ist es hingegen so, dass er mehr auf Verteidigung geht. Barbar ist halt natürlich die pure Offensive. Die Assassine hatten wir gerade eben besprochen. Die Amazone ist, glaube ich, sehr, sehr geschickt halt mit Wurf und Fernwaffen. Zauberin. Gut. Erklärt schon der Name und Druide ist auch eigentlich auch Beschwörung, aber so mehr so auf natürlicher Basis orientiert. Ich gehe mit der Assassine. Ui. Ui. Okay, das nenne ich mal ein geiles Auftreten. Warte mal, ich wechsle mal kurz die Klasse. Hat er jeder Heldenklasse so eine Animation? Okay, das fand ich jetzt ziemlich unspektakulär. Okay.
Jetzt haben die anderen Heldenklassen da nochmal die Chance, hier nochmal ins Rampenlicht gerückt zu werden. So, Totenbeschwörer. Ui. Alter, mit der Super Saiyajin Aura. Ist schon fast ähnlich wie der Ultra Instinct. Okay, das sieht cool aus. Der ist fresh. Der Totenbeschwörer ist wirklich fresh. So, Baba. So ist richtig, Kollege. Ja, einfach mal schön erstmal die eigene Axt wetzen. So gehört sich das. So, Paladin. Was willst du mir jetzt damit sagen eigentlich? Das war ja wenig. Ich dachte jetzt mal ohne Quatsch, ne? Ich hatte jetzt bei Paladin wirklich so die Hoffnung gehabt, ey, ich habe jetzt so einen Segen, so ähnlich wie bei Heldenring, ne? Mit diesem goldenen Schwur. Ja, ich aktiviere den mal und dann werde ich so einen heilige Aura umgeben und guckt euch das mal an. Das ist ja mal maximal enttäuschend. Genauso enttäuschend wie die Amazone. Zitze. So, Zauberin. Okay. Ja, ist okay. Ja, okay, sie kann nur mit Blitz machen. Schade. Hätte mir jetzt gewünscht, dass sie vielleicht auch mit den anderen Elementen da was macht. Mit Feuern und Eis. Ja, und was haben wir mit Druide? Uiuiuiui, okay, der will ja mal richtig an den Kragen. Nee, aber... Also so vom Auftreten her hat mir der Totenbeschwörer eigentlich am meisten gefallen. Nur nach Harlan Riese müsste ich jetzt eigentlich mit dem gehen, aber... Ne, ich will tatsächlich die Assassine. Wie gesagt, ich möchte gerne mit der Heldenklasse starten. So. Spielmodi. Nicht-Rangliste. Spielt einen Standardcharakter, der nicht an der zeitbegrenzten Rangliste teilnimmt. Oder spielt in der aktuellen Rangliste und nimmt am Wettrennen zu Stufe 99 teil. Nein, wir machen natürlich nicht Rangliste. Muss ich das auswählen? Nein! Hallo, bin noch zurück. So. Dann haben wir Spielmodi wählen. Standard. Charaktere im Standardmodus werden nach ihrem Tod wiederbelebt. Oder Hardcore. Vorsicht, getötete Charaktere werden in diesem Modus nicht wiederbelebt. Ihr werdet nur mit anderen Hardcore-Charakteren zusammenspielen können. Ui, also das ist ja mal wirklich ein krasser Modus. Ne, ich bleib mal bei Standard, ne? Ja, wenn unsere Heldin stirbt. Aber so für so... Ja, das ist schon sehr einladend, das Geräusch. Es ist, glaube ich, eher so für Speedruns halt eher cool. Und ansonsten Erweiterung, spielt das Spiel mit der neuesten Erweiterung, das werden wir auch natürlich anwählen. Und klassisch, erlebe Diablo 2 in seiner Originalform vor Lord of Destruction, nicht empfohlen für neue Spieler. Ich finde auch geil, dass sie einfach mal hier eine neue Empfehlung raus, einfach mal ballern. So, ja, die von Blizzard haben es auch verstanden, ne? Also klassisch ist halt wirklich für die Leute, die so absolut auf Nostalgie-Trip sind. Ich hätte echt schon Bock, das auf klassisch zu spielen, aber wir spielen natürlich mit der Erweiterung. Damit wir das einmal komplett gemacht haben. So, Charakternamen. Namen erzeugen. Oh, das ist cool. Okay, ich muss mir da nichts ausdenken. So, ich würde mal sagen, ich gebe es 8. Und das, was uns angezeigt wird, das wählen wir als Name aus. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ivano, können wir machen. Warum auch nicht? So. Guten Tag. Er verfolgt mich nicht, Kollege. Hallo? Ey, du sollst mich nicht verfolgen hier. Uvarif, Digga. So, das ist die Welt. Ich glaube, das müsste Altristram sein, wenn es mich nicht täuscht. Und das deckt doch schon ziemlich viel ab. Ich muss mal gucken, wie ich die Facecam platziere. Einmal, ich lass mich mal kurz ins Menü gehen. Ja, um einmal mal ein bisschen zu prüfen. Also, ich denke mal, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Ja, aber man sieht die Mana-Anzeige nicht. Okay. So ist eigentlich ziemlich hart. Ich würde mal aber sagen, dann machen wir das mal einfach mal so. Und von der Größe her können wir das mal trotzdem so lassen, wie es ist. Ja. Damit ihr zumindest auch die Mana-Kugel da auch einigermaßen noch seht.
Und natürlich die Mana-Anzeige. Ich hoffe, das deckt jetzt nicht zu viel vom Gameplay weg. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, unter dieses Video gerne Feedback dazulassen zum First Look. Ob ich da irgendwie die Größe der Facecam ändern muss und so weiter und so fort. Aber so auf den ersten Blick, glaube ich, sieht das ganz okay aus. So, und du, mein Lieber, bist der nette Varif, ne? Na, was hast du uns so zu sagen? Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Jo. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut'Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Alter, wie kann dieser Varif so pessimistisch sein? Hallo, ich komme hier an, ja, so als neuer Dude bei den Lager der Jägerinnen, ja, und er erzählt mir einfach mal, ja, falls du das überlebst. Junge, weißt du, wir sehen uns erst seit 2 Minuten und schon machst du mir echt keine Hoffnung. Was soll das? Richtig Schmutz von dir, ehrlich, ey. Du bist mir absolut unsympathisch. So, Varif, ja, Thema dunkler Wanderer, ja, haben wir ja in der Filmsequenz ganz zu Beginn gesehen, ne? Der ist vor ein paar Wochen in Altristram gekommen, also ziemlich interessant. Interessant, dass er auch das Lager irgendwie nur verschont hat, ne? Weil sonst hätte er auch irgendwie alles in die Luft zerreißen können. Ja, mal gucken, was es mit diesem dunklen Wanderer auf sich hat, ne? Aber wir können ja nochmal mit ihm weiterreden. Einführung ist ja, glaube ich, das, was er gemacht hat. Genau, okay. Und wir können ja noch tratschen. Ja, komm. Charcy scheint ein nettes Mädchen zu sein. Sie ist die Schmiedin hier und kann euch mit Waffen und Rüstungen aushelfen. Okay, dann werden wir natürlich Charcy suchen. Charcy scheint. Yep. Wunderbar. Okay, es ist auch wichtig, dass wir, glaube ich, auch mit den Charakteren dann auch öfters interagieren. Ich hoffe, der verfolgt uns jetzt nicht, ne? Nö, er bleibt auch hier. Das finde ich gut. Na, Varif? Danke. Ne? Hast du alles richtig gemacht. So, ihr privater Goldschatz. Okay, da können wir also unser Gold lagern. Maximal 2,5 Millionen. Das ist also limitiert. Was ich aber, muss ich sagen, persönlich sogar gut finde, dass es limitiert ist. Ansonsten, ja, es ist so, wenn wir dann zum Beispiel entweder Koop spielen sollten oder, ne, ihr in den Genuss kommen solltet, dann Multiplayer zu spielen oder ich oder keine Ahnung, ist es tatsächlich so, unter Offline-Charakteren geteilt, das steht ja auch extra hier, dass man eine gemeinsame Schatztruhe hat, ja, wo jeder Spieler irgendwie Zugriff auf die ganzen Sachen hat. Also gehe ich mal davon aus, dass es so ist. Ja, ihr seht ja auch, der Platz hier ist extrem limitiert. Das bedeutet, wir müssen auch mit den Gegenständen haushalten. Da bin ich auch super gut darin, ne? Oh Mann, das wird auch irgendwie echt eine Herausforderung für mich werden. Aber gut. Sehen wir mal, wie wir damit zurechtkommen. So, als Standardwaffe haben wir hier den Katar. Einhandschaden 4 bis 7, Haltbarkeit 48 von 48, ja. Und nur Assassine können diese Waffe benutzen. Geschicklichkeit braucht man 20 und Stärke 20 und Klauenklasse sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Okay, das werden wir, glaube ich, alles noch im Laufe des Let's Plays ja auch noch kennenlernen. Aber gut, das haben wir schon mal standardmäßig. Nein, ich möchte das gerne hier haben wollen. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Okay. Also ähnlich wie bei Elden Ring können wir tatsächlich zwischen zwei Waffensets einfach mal wechseln. Ne, wenn wir das ganz einfach on the fly machen wollen. Okay. Und hier haben wir einmal Beschützer. Verteidigung 5, Blockchance 25% und Haltbarkeit 12 von 12. Okay, das klingt jetzt eigentlich nicht so viel für das Schild, ne? Benötigte Stärke 12. Und wir haben hier 4 Heiltränke, die uns was machen? 45 Punkte heilen.
Ist eigentlich fast Full Heal, ne? Und dann haben wir einmal Schriftrolle der Identifikation und Schriftrolle des Stadtportals. Ja, ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Also die Identifikationsschriftrolle ist ja hier rot eingeblendet, also so einen roten Band. Und das in Blau ist dann quasi das Stadtportal, wenn es mich nicht täuscht. Und wir können ja auch die Sachen sortieren. Das ist ziemlich cool. Okay, ihr privater Goldschatz. Geil. Ja, dass wir sogar so eine private Truhe haben. Ziemlich nice. So, ja. Dieser Wegpunkt werden wir dann quasi oft genug hier im Laufe des Let's Plays finden. Damit können wir dann quasi in die einzelnen Gebiete teleportieren, wenn wir eins finden sollten. Ziemlich praktisch auf jeden Fall. Ansonsten, so, wo ist die nette Cherzy? Cherzy! Ach, da bist du ja schon. Oh, Entschuldigung, ich bin ja Gast, ne? Das heißt, ich muss ja immer mit der Höflichkeitsform an den Start gehen. Da sind sie, Cherzy. Hallo, ich bin Cherzy, die Schmiedin des Lagers. Freut mich. Gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Freut mich, sie kennenzulernen. Unsere Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Ui, das ist nicht schön. Okay, das ist wirklich nicht schön. So, haben Sie noch weitere Informationen zu dem Thema? Komm. Oh, Kashia ist fantastisch. Naja, bei Fremden ist sie etwas schroff. Aber wer könnte es ihr verübeln? Sie möchte doch nur unseren Orden beschützen. Aber nachdem sich unsere Schwestern gegen uns gestellt haben, ich glaube, das hat ihr Herz versteinert. Oh, okay. Ja, okay. Die Kashia könnte super sympathisch sein. Hoffentlich. Also hoffentlich ist sie gegen uns gegenüber gut gesinnt. Oh, Kashia ist... Schön, dass sie halt das Wort fantastisch halt mit PH geschrieben haben, ne? Sehr cool. Ach, ja, alte Rechtschreibung damals, ne? Okay, was können wir bei ihr machen? Ui. Okay, man kann bei ihr Waffen kaufen. Auf das meiste haben wir sowieso keinen Zugriff. Ah, okay, und manche Waffen sind anscheinend schon irgendwie gesockelt. Okay. Ich meine, wir haben sowieso jetzt kein Gold, ne? Aber wir können uns das mal da trotzdem mal einmal kurz angucken. Okay, wir können uns eine Axt kaufen. Wir können uns so einen Säbel kaufen. Krummsäbel. Eine Keule. Dolche. Pike. Ah, hier sind ja einfach nur standardmäßig Speer, okay. Bartike. Ui, also wir können schon ein bisschen was kaufen. Und da hat sie auch eine Menge Rüstung im Angebot. Ja, manche auch schon mit Sockeln. Ziemlich interessant, dass das schon so früh im Spiel verfügbar ist. Mit Diablo 3 musste man halt echt schon ziemlich weit fortgeschritten sein, um erste gesockelte Gegenstände zu erhalten. Aber hier ist es schon von Anfang an verfügbar. Ah ja, sie hat sogar zwei Slots für Waffen. Okay, das ist cool. Ja, und ansonsten hier könnten wir uns noch Pfeile und Bogen kaufen. Das ist noch ziemlich geil gewesen. Also wenn man mit dem Pfeil und Bogen gespielt hat, da musste man quasi, ja, auch richtige Pfeile und Bogen, Bolzen schießen. Ne, und dann hatte man halt eine begrenzte Anzahl zur Verfügung gehabt, ne? Und wenn die leer waren, dann war die Waffe nutzlos. Also ziemlich cool auf jeden Fall. Und Wurfwaffen gibt es. Ey, ich muss auch generell sagen, Diablo 2, ja, hatte im Vergleich zu Diablo 3 eine so vielfältige Auswahl an Gegenständen gehabt, ja. Während bei Diablo 3 das Ganze ja nur auf irgendwie Heiltränke und ein paar Sondertränke beschränkt war, hatte Diablo 2 irgendwie gefühlt für jeden Scheiß da, Tränke gehabt, ne? Sei es zum Beispiel, um sich vom Gegengift zu heilen oder irgendwie Bomben zu zünden, quasi diese als Granaten hier zu verwenden. Oder sich von den jeglichen Statuseffekten zu heilen. Also es ist ziemlich geil auf jeden Fall, dass man da so eine Vielfalt hatte. Auch Ausdauer-Elixier gehört ja auch mit dazu. Ne, hier sehen wir auch zum Beispiel, über die L-Taste können wir sprinten. Ja, und dann seht ihr ja unten rechts hier die Ausdaueranzeige. Das ist auch ziemlich cool.
Okay, das ist eine Jägerin. Die scheint uns egal zu sein, schätze ich mal. Würde ich mal behaupten. So. Geht. Wer bist du? Guten Tag auch. Ich bin Geht und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Das ging aber ganz schön schnell, ne? Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie. Ui, oh, das ist aber schon krass hier. 2 Tage Garantie? Nicht schlecht, Digga. Das ist schon rekordverdächtig. 2 Tage Garantie? Junge. Ey, versuch das mal wirklich so als Marketingbranche hier auch auf den Platz zu bringen. Ja, wir haben Gegenstände zur Auswahl, die haben aber nur 2 Tage Garantie. Ja, findet den Fehler, Digga. Digga, dann würden die Kunden hier irgendwie die Köpfe hier oder euch die Köpfe da irgendwie einschlagen dafür. So, auch hier können wir tratschen, wunderbar. Wenn, falls ich nach Ludgolain gehe, werde ich die größte Kanne Narlandkraut finden und rauchen, bis der letzte Rest Sinn und Verstand aus meinem Körper gewichen ist. Das ist eine ziemlich wertvolle Information, die du uns gegeben hast. Okay, hier können wir handeln. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der hätte irgendwie andere Ausrüstung, beziehungsweise dieselbe Ausrüstung wie unsere Kollegin Charzi. Er hat aber auf jeden Fall Schlüssel. Okay. Na, gucken wir mal. Guten Tag. Oh, Glücksspiel. Was ist das denn? Das ist... Ha! 50.000! Ja, natürlich. Ey, das kann ich mir einfach so auch aus dem Stegreif mir leisten, ne? Die haben hier einen Arsch offen? Du kaufst einen Ring für 50.000, was nicht identifiziert ist, und es kann halt entweder ein mega geiler Gegenstand sein oder der letzte Schrott. Ja, nee. 63.000, ey, da hat der Typ einen Schraubenlocker oder was? Junge, mach mal was an den Preisen. Ich weiß, die haben aktuell Inflation und so, ne, aber übertreiben muss man das ja auch nicht, okay? Jetzt sind die Waffen für die Preise für die Waffen noch irgendwie recht human, ne? Eine Keule für 700, Wurfmesser für 1900, Eisenhut für 1000. Also das geht noch irgendwie von den Preisen her. Ich hab sogar die Lederrüstung. Aber Alter, diese 3 Dinger. Nee. Bloß nicht. Alter, geht. Du hast mich einfach sprachlos gemacht mit den Preisen. Also ich kann mir vorstellen, nie mehr wieder zu dir hinzukommen. So. Okay, ab hier können wir anscheinend raus. Die Jägerinnen sind aber ganz schön krass am Start. Okay, ja, ich würde mich mal gerne noch bei dem Ort nochmal mir ein bisschen umschauen. Mal gucken, ob wir hier und da nochmal was finden. Aber das sind ganz schön viele Jägerinnen, ne? Also dafür, dass da angeblich behauptet wurde, dass nicht viele hier überlebt haben, ist schon beachtlich, dass es doch einige geschafft haben. Okay. Ja, also ich gucke mal so ein bisschen hier in mir die Gegend an. Oh, da haben wir eine Person mit einem Ausrufezeichen. Hallo? Und sie ist auch schon nett zu uns. Akara. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Das ist okay. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen,
und wir werden euch ewige Treue schwören. Ja, das werden wir definitiv machen. Ja. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Ja, das werden wir definitiv machen. Also Akara, sie sind schon vom Grund auf super sympathisch zu mir. Also mit dir kann man da wirklich, glaube ich, auch ein Bierchen trinken, so, ne? Wenn das Ganze hier vorbei ist. Okay, also anscheinend liegt es ihr auch irgendwie total am Herzen, dass wir die Schwesterschaft da von ihrem Fluch befreien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle es irgendwie überleben werden oder ein Großteil von denen, aber ja, wir versuchen natürlich alles in unserer Macht zu tun, sie zu befreien bzw. sie zu retten. So, Höhle des Bösen. Ich sollte hinzufügen, dass viele Kundschafter der Jägerinnen an jenem schrecklichen Ort gestorben sind. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr zu verlieren. Wenn ihr beschließt, diese Höhle des Bösen zu betreten, müsst ihr es allein tun. Ja, schön. Auf Unterstützung kann ich also nicht zählen. Ja gut, das ist auch irgendwo verständlich, weil sie ja auch echt viele Leute verloren haben. Also, ja gut, ne? Ich meine, ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor, ne? Also, es wäre schon ganz cool, wenn man hier und da vielleicht noch Unterstützung hätte. Charlie, sie ist jung und unschuldig. Aber ich glaube, ihr Barbarenblut kocht beim Gedanken an Abenteuer und Gefahr. Sie ist stolz auf ihre Arbeit. Sie ist eine Barbarin? Und findet Trost in der Gewissheit, dass ihre Waffen und Rüstungen helfen, diese Plage des Bösen zu beenden. Krass. Sie ist eine Barbarin? Charlie ist... Okay. Das kommt für mich ein bisschen überraschend. Und wie kann er auch mit ihr handeln? Was hat sie denn da Schönes? Ja. Das ist halt genau das, was ich gemeint habe. Es gibt halt Ausdauer-Elixier hier. Wir haben Gegengift-Elixier. Wir haben sogar Auftau-Elixier, um uns vor Frost zu befreien. Ja, diese Gegenstandsvielfalt oder diese Verbrauchsressourcen würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen, dass es auch im Diablo 4 wieder zahlreich geben wird. Ich denke mal, aber die werden auf das simple Spielprinzip von Diablo 3 aufbauen. Ja, hoffentlich, ne? Diablo 4 muss halt wirklich mal schaffen, wieder den Vibe aus Diablo 2 wieder hier hinzubringen, dieses Game. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Okay, schwacher Mana-Trank könnten wir uns kaufen. Bücher. Foliante Stadtportals. Und Foliante Identifikation. Ah, okay. Mit dem Steuerkreuz kann ich halt auf die einzelnen Quadrate gehen. Und mit dem linken Stick kann ich dann quasi hier den gesamten Cursor steuern. Ach, die hat ja auch Waffen. Jo. Natürlich, ey. Wie viele Waffen hat sie denn zur Auswahl? Hey, da kommt man ja gar nicht irgendwie weg aus dem gesamten Angebot. Krass, die kosten aber auch alle unterschiedlich viel, ne? Ja gut, aber je nachdem, was man da auch so für, ne, für besondere Boni bekommt. Ich will da jetzt auch, glaube ich, nicht jede einzelne Sache durchgehen. Quest wurde aktualisiert. Okay, das drücken, um... anzuschauen. Höhle des Bösen. Findet die Höhle in der Wildnis außerhalb des Lagers der Jägerinnen. Okay, das ist also unsere Aufgabe. Oha, ist schon gut dunkel geworden hier. Ja, ich hoffe, ihr seht was. Ja, weil ich sehe so gut wie nichts mehr. Ja, warte mal, wir müssen mal kurz mal in die Optionen rein. Ja, die ganzen anderen Tabs, was sich da noch befindet, die werden wir sowieso noch im Laufe des Let's Plays dann noch durchgehen. So, ich möchte auf jeden Fall mal die Helligkeit noch ein bisschen erhöhen, tatsächlich. So, dass ich da auch mal ein bisschen mehr sehe. So. Okay, Charzy. Sie sind eine Barbarin? Was braucht ihr? Krass. Oh, wir können ja mit ihr jetzt auch über die Höhle des Bösen sprechen. Ja, es sind noch ein paar Dialogoptionen dabei, die vielleicht auch wichtig sind, dass man sie auf jeden Fall anhört. Ne, weil vielleicht geben sie auch den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Info. Und ich will auch schon gerne möglichst auch die gesamte Lore vom Spiel mitnehmen. Ne? Also,
Ne, kann also auch sein, dass hier und da mal ein bisschen länger dauert, aber ja, ich hoffe, das ist auch nicht schlimm für euch. Und es wäre auch mal natürlich interessant, das Ganze bis auch ins kleinste Detail dann auch zu erkunden und sich ja von Gesprächen verleiten zu lassen, ne? Die Bestien aus der Höhle streifen durch das Land. Ihr solltet da draußen vorsichtig sein. Ja, wir machen das easy. Kein Thema. Oh, Kashia ist fantastisch. Okay, mit Kashia haben wir noch nicht gesprochen. Wir können aber mal vorher nochmal mit Geet und Co. nochmal sprechen, weil vielleicht haben sie ja was zum Höhle des Bösen. Boah. Ich dachte gerade, ich hätte einen Huhn zertreten. Oh, Schwein gehabt. So. Na, Geet? Er hat auch einen Dialog. Ihr seid eine tapfere Seele. Dankeschön. Lieber würde ich mein heiliges Zepter in die stinkendste, schwerste Dirne stoßen, als einen Fuß in diese Hülle zu setzen. Ich fände es irgendwie echt wirklich cool, dass es halt noch wirklich auf die alte Rechtschreibung basiert, ne? Weil Zepter schreibt man ja auch nur mit Z, nicht mit SZ. Aber ich fände es trotzdem cool, dass sie ja halt wirklich darauf beharrt haben, die Dialoge da auch noch möglichst nicht zu verändern bzw. das Ganze hier anzupassen. Nice. Ah, gibt's auch hier schon mal so einen kleinen Pluspunkt, ne? So kleine Sachen, ne? Die auch wirklich große Wirkung zeigen. So, Vari. Guten Abend. Was hast du mir über die Höhle des Bösen zu erzählen? Wer diese Höhle sucht, sucht den Tod. Junge, der Typ ist einfach so krass pessimistisch, ne? Ich meine, er war auch vorher schon irgendwie, anscheinend nicht so ganz optimistisch uns gegenüber. Aber jetzt setzt er eine Stufe drüber. Sag mal, leidest du an Depressionen oder was ist los mit dir? Junge. Freu dich doch mal, dass da einer vorbeikommt, der mal die Höhle des Bösen hier für dich aufräumt. Mann. Oh, da ist Kashia. Der hat aber auch echt ein nettes Outfit, ne? Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Scheinbar nicht so hohe Ansprüche, okay? Aber gut, können wir auch natürlich verstehen, weil, ne, ja, auch gefühlt nichts mehr hat, ne. Ja, ich fühle das ein bisschen, ne. Ist okay. So. Manchmal versammeln wir uns am Lagerfeuer, um Heldensagen zu erzählen und die schrecklichen Ereignisse zu vergessen, die zum Verlust unseres Klosters führten. Ja, das können wir doch jetzt nochmal machen, ne? Versammeln wir uns auch alle am Lagerfeuer und erzählen uns doch mal hier und da nochmal ein bisschen hier ein paar Geschichten. Das wäre doch ganz schön. So, du wirst vermutlich ein bisschen was über die Höhle des Bösen wissen, ne? Die Dämonen in dieser Höhle haben viele meiner besten Bogenschützinnen auf dem Gewissen. Ich frage mich, wie es euch ergehen wird. Das weiß ich doch selber nicht. Ich war ja noch nicht dort. Das kann ich doch nicht sagen. Das ist Kashia, also bitte. Ja, hab mir ein bisschen Vertrauen, ja? Also ich meine, sie muss sich ja mein Vertrauen ja auch kämpfen. Erarbeiten, nicht kämpfen, sondern erarbeiten. Das ist... Ah, so, hier kann man nicht rein. Das ist doof. Ja gut. Na, ich gucke ja jetzt gerade so auf die Aufnahmezeit. Wir haben jetzt schon nach aktuellem Stand... Ja, ich würde mal sagen, so eine Stunde, 20 Minuten. Der Orden heißt euch willkommen. Dankeschön. Ich sollte hinzufügen. Achso, ich dachte, sie hätte vielleicht noch irgendwas zu erzählen. Also anscheinend sind wir mit den Dialogoptionen erstmal durch. Ja, wie schon gesagt. Nicht hier. Was, nicht hier? Nicht in der Stadt. Nicht hier. Ach so, okay. Mit A kann ich angreifen. Ja, nebenbei, hier unten können wir verschiedene Skills und Angriffe auswählen. Über die Steuerkreuztasten können wir uns healen. Alles klar. Ah, Lagerfeuer ist weg. Das ist schade. Das ist schade, muss ich sagen. Ja, genau. Wie gesagt, eine Stunde 20. Ich würde mal sagen, ich
gebe euch nochmal ein bisschen Gameplay zum Spiel auf jeden Fall, damit ich mir auch so meine ersten Eindrücke nochmal dazu sammeln kann. Ja, und gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ob wir die Höhle jetzt komplett durchmachen oder ob ich sage, dass wir da ja erstmal abbrechen. Was man auf jeden Fall noch hinzufügen muss zum Spiel selber, bevor wir dann auch gleich wirklich jetzt mal mit unserer Reise starten. Und zwar ist es nämlich so, dass die Level, ja, je nachdem, also wenn man immer wieder das Spiel neu startet, dass sie immer anders aussehen, ja. Also man hat jetzt nicht dieses lineare Erlebnis wie damals, wo es nur eine bestimmte Route gab, wo das Ganze linear stattgefunden hat, sondern die Entwickler haben da jetzt mal Wert auch drauf gelegt, ja, das ganze Level-Design da auch dynamisch zu gestalten, ja, so wenn man ja mit einer anderen Heldenklasse startet, dass man da halt jetzt nicht aus dem Ausgang rauskommt, zum Beispiel, sondern halt zum Beispiel bei rechts, ja, und dass das Gebiet dann auch dementsprechend ein bisschen anders aussieht, dass da auch andere oder beziehungsweise umverteilte Monster existieren. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall, ne? Dass man da auch auf diese Details geachtet hat, ne, so ist das halt jetzt nicht irgendwie monoton, sondern ne, man hat auf jeden Fall hoffentlich nicht so viel Langeweile. So, hier geht's raus. Sie werden mich nie und nimmer kommen sehen. Also, wir haben noch gar nicht mal gestartet. Also Ivanov spuckt jetzt schon große Töne hier, ne? So, das Blutmoor. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Also bisher ist da sehr, sehr viel Land. Okay. Was mich auch auf jeden Fall mal interessieren würde, ich weiß jetzt nicht, wie das damals beim klassischen Diablo war. Da ist ein Zombie. Ah. Okay, das sieht so aus. Jo. Na, gibt schon mal einfache Stiefel, sehr schön. Sind die da direkt ausgerüstet? Boah, nice. Oh, sie sind gefallen, ne? Bevor wir gleich weitermachen, noch einmal ganz kurze Info. Also, ich weiß nicht, wie das damals bei klassischen Diablo war. Wenn man das Spiel verlässt, also natürlich zuvor gespeichert hat, und man wieder reinkommt, ob die Gegner dann halt wieder neu respawnen. Ich hoffe es mal nicht. Aber müssen wir herausfinden. Okay, schlechter Wurfspieß. Ja, ich nehme einfach mal erstmal die ganzen Gegenstände mal mit, oder? Hey! Also ihr sollt mich jetzt nicht angreifen hier, Kollegis, ne? Gibt's schon mal erste Goldpunkte. Ah, die Gegner brauchen wir aber auch ein bisschen Zeit, ne? Okay, die Stachelratten sind easy. Na komm! Wow, den haben wir durch zwei geteilt. Okay, dass das so geht, ist ziemlich nice. Da haben wir eine Truhe. Ja, moin, Digga. Direkt schon die erste Truhe geöffnet. Da ist schon eine Menge hier. Geil. So, was gibt's denn da? Ausdauer-Elixier, Bursters, Wurfspieß, Wurfmesser, schwacher Heiltrank, schwacher Mana-Trank, leichter Mana. Ja, moin. Alter, die erste Truhe gefunden. Direkt schon sehr, sehr viel Loot. Nice. Und ich sehe gerade, unser Inventar wird super schnell voll. Ja, also wie gesagt, wir sammeln erstmal mal alles ein. Auf ganz entspannt. Wir werden auch sehr, sehr viel, glaube ich, mit Inventarmanagement arbeiten müssen. Und Gegenstände aus- und einsortieren. Ja, das war auch damals so beim Diablo 2. Ne? Da hat man sehr, sehr viele Gegenstände bekommen. Auch teilweise Gegenstände, die man sich irgendwie komplett in den Arsch geschoben bekommen hat. Und da musste man sie immer irgendwie sortieren. Sieht irgendwie so aus, als wären da ganz schön viele Gegner zum Start, ne? Hey, die sollen mich jetzt auch nicht angreifen. Was soll das? Direkt schon Levelaufstieg. Ja. Ihr seid aufgestiegen. Dankeschön. Das würde ich gleich gerne machen wollen. Schwacher Heiltrank. Ah, okay. Wir können also auch mit Felsen interagieren. Um Loot zu bekommen. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall.
Aber es gibt auch Troll in der Truhe. Super. Ach, wie ich das auch nicht vermisst habe hier. Okay. So. Levelaufstieg haben wir hier. Cool, dann würde ich mal gerne auf Charakter gehen. Ah, okay. Wir haben jetzt die Stufe 2. Alles klar. Es gibt 4 Hauptattribute. Einmal Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität und Energie. Energie ist bei uns bei 25 und je nachdem, wo wir unseren Wertpunkt ausgeben, erhöhen wir mit Stärke zum Beispiel unser Angriff, Schaden und unser Angriffswert. Schaden der gewählten Fertigkeit und legt fest, wie zuverlässig eure Angriffe Gegner treffen. Achso, 80 ist jetzt Chance auf Treffer bei Gefallene 95%. Das ist ganz schön viel, ne? Aber bei anderen Gegnern ist sie, glaube ich, halt viel, viel weniger, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Oder würde ich jetzt mal so vermuten. Bei Geschicklichkeit steigern wir unseren Distanzschaden und unsere Verteidigung anscheinend. Okay, mit Vitalität, Ausdauer, Leben und dann mit Energie unser Mana. Dann haben wir noch jeweils verschiedene Widerstände und wir haben 5 Wertepunkte, die wir vergeben können. Okay, es gibt anscheinend noch eine Option für detaillierte Werte, aber da haben wir keinen... gar nichts. Okay. Ich will mal sagen, Assassine ist ja, glaube ich, so eine Charakterin, bei der wir auf jeden Fall auf Geschicklichkeit gehen müssten. Also mehr den Fokus auf Geschicklichkeit. Hätte ich jetzt gesagt... Deswegen... Ah, okay, mit X kann man sogar alle Wertepunkte hier ausgeben. Würde ich mal sagen... Also ich bin halt eigentlich so immer jemand, der so mehr Quality-Builds macht. Also, wo möglichst alle Attribute mehr oder weniger ausgewogen sind. Hier werde ich tatsächlich einen leichten Schwerpunkt auf Geschicklichkeit legen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zweimal auf Geschick. Dann haben wir jetzt auch 90 als Wert. Chance auf Treffer bei Gefallener 95%. Ist ja genauso hoch wie vorher. Hä? Okay, das muss ich eigentlich auch nicht so ganz verstehen, oder? Dann würde ich sagen, einmal auf Vitalität. Okay, haben wir 3 Lebenspunkte mehr und 1 Ausdauerpunkt mehr. Und Energie sind wir bei 25. Ja, dann würde ich vielleicht sogar erstmal 2 auf Vitalität geben. So, damit wir das mal haben. Und einmal auf Stärke. Das wäre ja echt krass, wenn wir jetzt pro Levelaufstieg irgendwie immer 5 Punkte haben zum Ausgeben. Ja, damit können wir ja super schnell unseren Charakter OP machen. Entschuldigung, unsere Charaktere. Ja, also wenn, dann müssen wir auch auf unsere Aussprache halten. Ey, wir haben schon 409 Bolzen. 481 Pfeile? Wie schnell ging das denn bitte? Okay, wir haben eine beschädigte Keule. Macht mehr Schaden gegen Untote, aber die ist crap. Dann haben wir Tränke. Ich werde jetzt nicht irgendwie auf jeden einzelnen Gegenstand ins Detail gehen. Blauer Wurfmesser. Okay, das ist schon mal cool auf jeden Fall. Ja, wir können auf jeden Fall die Gegenstände identifizieren und je nachdem, was für eine Rarität wir bekommen, wisst ihr ja, hoffentlich, dann können wir die Eigenschaften einblenden. Ich habe jetzt nur eine Schriftrolle, deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir verwenden den jetzt erstmal nicht. Dann haben wir noch 2x Ausdauer-Elixier, okay. Wäre ganz cool, wenn wir auf jeden Fall erstmal nochmal Full Set bekommen. Würde mir auf jeden Fall einiges ersparen. So, dann haben wir Fertigkeitsbaum. Okay, das ist in Kampfkünste unterteilt. Schattendisziplin. Fallen und allgemeine Fertigkeiten. Dann können wir uns das mal erstmal angucken. Was ist das eigentlich hier? Wegschicken. Gib die Kontrolle über eine eurer Kreaturen wieder auf. Ah, okay, aber das können wir ja einfach so einfügen, oder? Also einfach mal so auswählen. Also, geteilte Fertigkeiten. Wirf den angelegten Gegenstand. Das ist jetzt aktuell ausgewählt. Finishing Move. Dann haben wir Rennen.
Gegenstände zeigen. An, aus. Automatische Karte. Waffen wechseln. Ach so, und die können wir dann zuweisen, oder wie? Aha, okay. Beute zum Würfel. Hebt Gegenstände, Waffen und Rüstungen auf und platziert sie im Horadrim-Würfel. Das ist ein Horadrim-Würfel. Boah, wahrscheinlich, wenn man Diablo 3 gespielt hat, dann weiß man, was das ist, ne? Aber ich habe keine Ahnung. Kein Wurf. Ach so, Wieso haben wir zweimal die Option? Button drücken, um Wertigkeit neu zuzuweisen. Aber wieso haben wir jetzt zweimal? Ach so, okay. Einmal, wenn wir einfach so auf die Tasten draufhauen und dann mit LT, wenn wir LT gedrückt halten, dann halten wir nochmal einen zweiten Tool, was wir wählen können. Weiß nicht. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Nein, das wollte ich nicht. Nein, ich will das weghaben. Ich will das weghaben. Scheiße. Na toll, jetzt ist schon zu spät, ne? kann ich das entfernen? Ja, anscheinend nicht. Ja, super. Ja, ich wollte das eigentlich nicht zuweisen. Aber egal. Werfen. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie Bomben oder so werfen. Drücken wir mal auf X, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Gibt es auch irgendwie so einen Tab, wo man sich heilen kann? Also hier haben wir Waffen wechseln, Emote-Menü öffnen. Ja, wer es natürlich braucht. Plündern. Und interagieren. Aber so einfach mal heilen geht... Achso, ja, haben wir Steuerkreuz-Tasten. Oh, Junge, erstmal ein bisschen nachdenken, bevor man da was sagt. Mann, Mann, Mann. So, Gegenstandsfertigkeiten. Schriftrolle des Stadtportals. Öffnet ein magisches Portal zur nächsten Stadt. Aber da müssen wir ja erstmal die Schriftrolle verbrauchen, ne? So. Egal. Wir können ja mal gucken, was haben wir bei Kampfkünste? So an Sachen, die wir auswählen können. Tigerschlag. Aufeinanderfolgende Treffer verleihen dem nächsten Finishing Move Bonusschaden. Ein Drachen-Finishing Move oder ein normaler Angriff setzt die Aufladung frei. Kostet uns ein Mana, erhöht Angriffswert 25 und mit Ladung haben wir noch mehr Schaden, okay. Tigerschlag hört sich jetzt nicht so prickelnd an. Was haben wir denn hier? Drachenkralle. Fickt euren Gegner mit Tritten aus dem Weg, wird durch Aufladung verstärkt. Ui. Okay, gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn so eine Schattendisziplin? Klauenbeherrschung. Erhöht Schadenangriff und kritische Trefferchance mit Klauenwaffen. Plus 30 auf Angriffswert, plus 35 auf Schaden und 3% Chance auf Crit. Könnte man machen. Ist auch Passivfähigkeit, das heißt, die bleibt dann auch dauerhaft aktiv, ne? Das wäre eigentlich ganz cool so. Psychohammer. Benutzt die Kraft eures Geistes, um Gegner mit einem psychischen Schlag zurückzustoßen und zu zerschmettern. Na gut, der Schaden ist aber nicht hoch, ne? Aber damit können wir mehrere Gegner dann aus dem Weg räumen. Und dann als Fallen haben wir nur diese hier zur Verfügung. Feuerbombe. Wirft eine Feuerbombe, die Gegner in Stücke sprengt. Boni zur Feuerbombe. Einmal ins Schocknetz. Kombo-Blitzwächter, Feuerwelle, Blitzwächter, Inferno-Woge. Okay, sind das dann noch die, die wir noch lernen können, oder? Ja. Ah, die Feuerbombe klingt schon mal ganz cool, ne? So auf den ersten Blick. Ich würde mal, glaube ich, sogar mit Feuerbombe erstmal gehen. Und dann... auf X. So. Ja, es ist gut. So. Okay, die grafischen Effekte sehen schon mal ziemlich stabil aus, auf jeden Fall. So, wie weit geht das eigentlich hier? Das Gebiet ist eigentlich schon extrem groß, ne? Oh, gute Schärpe. Ja, also es ist sowieso jetzt erstmal eigentlich mehr oder weniger Tutorial. Nice, Digga. Bombe gefällt mir schon echt gut. Ja, wie gesagt, jedenfalls eigentlich erstmal Tutorial.
Das heißt, die Gegner sind sowieso erstmal noch nicht so stark. Okay, wir haben eine normale Schärpe. Ja, ich laufe... Also grundsätzlich ist mein Spielprinzip ja immer so, ich laufe... Okay, da ist irgendein Schrein. Oh, da müssen wir uns... Das müssen wir uns mal gleich mal anschauen hier. Was bist du? Ausdauerschrein. Scheint leichter zu sein. Guck mal, wie schnell wir jetzt rennen können, ne? So, mach mal Heiltrank, sehr cool. Ein bisschen Gold. Dann haben wir hier Gesundheitsschrein. Okay, damit würden wir unsere Gesundheit vollständig wiederherstellen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, ja, also wie gesagt, sammeln erstmal so ein bisschen die Gegenstände ein. Ja, irgendwann sortieren wir sie eh aus. Und mein Spielprinzip ist grundsätzlich immer so, ich laufe erstmal halt den Rand ab. Wow, es ist schon wieder so eine Trolltruhe, ne? Und... Ja. Ne, machen wir es halt immer so stückchenweise halt. So, dass wir uns mal peu à peu durcharbeiten. Okay, da ist Flavie. Wird uns, glaube ich, ins nächste Gebiet bringen. Ne, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal, dass wir mal die Höhle des Bösen erstmal ausfindig machen hier. Ne, also man wird ja auch sehr schnell dazu verleitet, auch Sachen mal gerne und schnell zu übersehen. Das versuche ich ja auch möglichst immer zu vermeiden, aber kann ich halt natürlich nicht garantieren, weil... Ja gut, ne? Man sieht ja auch nicht viel. So aktuell. Man hat ja kein so großes Sichtfeld derzeit. Ha, also bisher machen die Gegner uns keine Probleme. Hier. Bombe aufs Haus, Diggi. Ist ja schon fast wie ein Brofist hier. Ja, eigentlich wollte ich ja mehr treffen. Schade. Der war ganz schön lange, dieses Segen, ne? Hey, wieso habe ich Schaden bekommen? Und wieso verfehlen meine Angriffe irgendwie ständig? Leute. Das geht aber gar nicht hier. Hey, guckt euch mal die Reflexion hier an. Von diesen Pfützen. Ja, also Raytracing ist auch hier schon aktiv. Wirkt sich zum Glück jetzt nicht so krass aufs Spiel aus. Naja, also es gibt ja auch andere Beispiele, dann ruckelt da irgendwie die Aufnahme extrem. Aber hier läuft sie ja derzeit sehr, sehr stabil. Levelaufstieg, sehr cool. So, damit sind wir schon mal Stufe 3. Wollen wir sie jetzt schon verteilen oder nicht? Oder wollen wir uns erstmal nochmal mit den ganzen Gegnern hier amüsieren? Egal, räumen wir mal erstmal die ganzen Gegner hier weg. Ah, okay, jetzt ist unser Segen weg. Weil ich sehe auch gerade jetzt, dass die Ausdauer jetzt wieder... der Ausdauerbalken jetzt wieder gelb geworden ist. Bam! Und bam! Oh lol. Stachelratte hat es hier jetzt mal überlegt. Krass. Erfahrungsschrein. Meine Güte, also wir finden aber ganz schön viele Schreine zu Beginn. Jetzt können wir auch mehr Erfahrungspunkte. Schrein der Mana-Erneuerung. Junge, Junge, wie viele Schreine gibt es denn hier? Alleine vier Schreine, die irgendwie alle so ungefähr nebeneinander liegen, ne? Ja, Ausdauerschrein. Ah, okay, man kann die also nach einer bestimmten Zeit dann wieder aktivieren. Na, bei den Ausdauerschreinen habe ich ja davor schon aktiviert. Und jetzt habe ich das nochmal. Okay, also nach einer Zeit, nach einer bestimmten Abklingzeit besser gesagt, haben sie wieder die Fähigkeit,
wo ich das dann quasi das Ganze auslösen kann. Oder so, ja, diese gute Sprache, ne? Aber so für ein Resurrected-Spiel jetzt hier, wenn man so ein bisschen auf Bild und Grafik einzugehen, sieht das schon ganz okay aus sogar. Ja, wie gesagt, erwartet da jetzt kein Grafikwunder, ja? Aber so, ne? Man sieht schon auf jeden Fall, dass das Spiel mit der Zeit gegangen ist, auf jeden Fall. Ich glaube, so beschreibe ich das Ganze mal am besten. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Oder noch auf irgendwelche Gegnertrupps stoßen. Ja, wie die Stachelwaffe hier. Die machen aber uns eigentlich keine Probleme. Ja, manchmal kann es auch sein, dass ich da mal ab und an mal so ein bisschen hier hin und her quer laufe. Aber gut, wir müssen ja natürlich auch die Höhle finden, ne? Ja, und ich weiß, wir haben einen Stufenaufstieg. Wir könnten auch jetzt Level aufsteigen, aber will ich erstmal nicht, ne? Alles auf ganz entspannt. Das war eine Truhe. Schade. Solange wir jetzt natürlich den Segen haben, nutze ich ja auch den Omniboost, den wir haben. Ey, aber ihr könnt mir doch echt nicht erzählen, dass es vier Schreine hier so fast irgendwie alle nebeneinander gibt. Jungs, ihr müsst mich jetzt erstmal nicht overpowered machen. Na komm, ich würde mal sagen, wir steigen nochmal aufs nächste Level, beziehungsweise verteilen da unsere Wertpunkte. Und wir haben schon wieder 5, ne? Was können wir geben? Ich würde mal sagen, wir gehen wieder mal auf ein Geschick, ein Vitalität. Ja, also ich verteile die jetzt einfach mal so ein bisschen. Ne? Ein Stärke, vielleicht nochmal Geschick. Und dann könnten wir jetzt mal einen Punkt in Energie investieren. Dann kriegen wir auch mehr Mana. Ja, jetzt haben wir auch 29. Chance auf Treffer bei Stachelratte liegt jetzt bei 95%. Okay, das heißt, anscheinend können wir jetzt die Gefallenen zu 100% treffen. Mal angenommen mit, genau. Oh, wow, okay. Unser Inventar sieht jetzt schon wieder voll aus, ne? Wir haben aber auch ganz schön viele Pfeile und Bolzen. Also wir kommen irgendwie extrem schnell auf die Werte, ne? Warte mal. Verteidigung 3, Gürtelgröße plus 4 Plätze, Haltbarkeit 7, ätherisch, Reparatur nicht möglich. Ist das eine gute Schärpe? Ja, nee. Ist ja genauso gut wie die, die wir jetzt haben. Plus 10% verbesserte Verteidigung haben wir dafür sogar. Das ist gut. Obwohl sich das jetzt aktuell eh nicht so krass auswirkt erstmal. Oi, wir haben aber ganz schön gute Haltbarkeit hier bei unserer Katar verloren. Das ist nicht so ganz prickelnd. So, wir können auf jeden Fall jetzt wieder mal eine neue Fähigkeit auswählen. Ja, wir füllen erstmal mal so unsere Fertigkeitenrepertoire ein wenig mal auf. Wir können aber auch das Ganze nochmal weiter stacken, weil dann würde unsere Feuerbombe noch mehr Schaden verursachen. Kostet aber uns auch 0,1 Punkt mehr Mana. Also, dass man da auch so genau jetzt mit den Werten gehen muss, wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Was wählen wir denn als nächstes? Können wir auf Passivfähigkeit gehen? Psychohammer? Das wäre auch ganz cool, auf jeden Fall. Und dann hätten wir auch Magieschaden. Was war nochmal Kampfkünste? Tigerschlag. Verleihen den nächsten Finishing Move Bonusschaden. Ein Drachen-Finishing Move oder ein normaler Angriff setzt die Aufladung frei. Ja, aber guck mal, der Tigerschlag macht aber auch echt gute Schaden, glaube ich, ne? Hier haben wir Drachenkralle. Boah, das könnte, glaube ich, einer für Long Range sein. Ich glaube, ich wäre als nächstes die Drachenkralle. Und dann würde ich diese gerne dann auf B zuweisen. Und dann passt das.
Okay, ich bin irgendwie gerade ein bisschen enttäuscht. Also ich hoffe mal, dass die Drachenkralle da ein bisschen was drauf hat. Es sah jetzt gerade eben ein bisschen unspektakulär aus, wenn ich ehrlich bin. Ui! Ich kann nicht noch mehr tragen. Ah, da geht's jetzt auch schon los. Wir haben zu viel. Ja, yeah, Bombe! Nice. Okay. Also zumindest schon mal die Gefallene machen wir auf jeden Fall mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit platt. Ja, und jetzt haben wir schon mal inventartechnisch ein Problem. Ausdauer-Elixier, das sollten wir eigentlich auf jeden Fall mal mitnehmen. Den können wir ja noch mitnehmen, aber leichter Heiltrank ist jetzt voll. Oh ja, hier auch schon. Alter Schwede. Okay. Ja. Ich will mal, glaube ich, einen schwachen Heiltrank einfach mal fallen lassen. Hallo? So. Dann nehmen wir mal stattdessen den leichten mit, weil der gibt uns dann ein bisschen mehr Heilungskraft. Ich bin überladen. Als ob wir jetzt schon... Ja gut, wir haben aber nur einfache Stiefel, ne? Die können von mir aus weg. Weil dann können wir ja die Stiefel haben. Und die haben Verteidigung 2. Ja gut, aber dafür ein bisschen mehr Haltbarkeit. Also von daher, glaube ich, sind wir mit den Tritteisen ein bisschen besser bedient. Aber bisher haben wir die Höhle immer noch nicht gefunden, ne? Wo zur Hölle ist sie denn? Hey, je länger wir jetzt dafür brauchen, umso geringer ist die Chance, dass wir die Höhle des Bösen dann noch in dieser First-Look-Ausgabe noch fertig erkunden können. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ja. Leute, was soll das? Hey, ich muss ja schon bald irgendwie anfangen, Sachen zu verkaufen. Ihr fühlt euch geschickter. Cool. Oh, ich habe auch ein bisschen weniger Ausdauer. Halten zum Benutzen. Ja, verwenden wir mal. So, dann haben wir zumindest wieder mal ein Plätzchen frei. Okay, jetzt ist unser Balken wieder blau. Okay. Ich dachte, der füllt einfach nur unser Balken auf, aber anscheinend kann der da ein bisschen mehr. Aber begrüße ich die Entscheidung auf jeden Fall. Hier haben wir noch eine Hütte. Da waren wir auch noch nicht, ne? Wurfspieß und kleiner Zauber. Kurze Frage, wie haben wir den jetzt eigentlich gerade aufbekommen, obwohl der verschlossen war? Hm. Können wir mal gucken. Wir haben auch ganz schön eine Menge Wurfspieße, ne? Ja, wobei, das ist ein schlechter Wurfspieß. Also der kann raus. Ich glaube, der ist ein bisschen besser, denke ich. Ist auch ätherisch. Aber macht gut Schaden. Kleiner Zauber. Ich bin überladen. Was bist du für einer? Boah, ich muss mal echt ein bisschen haushalten hier. Ich verbrauche mal einen schwachen Trank. Einfach mal so. weil ich erstmal nicht anders kann. Platzieren wir hier etwas. Können wir den jetzt mitnehmen? Ja, wunderbar. Was ist das denn für ein Gegenstand? Im Inventar behalten, um Bonus zu erhalten. Okay, wir müssen den sowieso erstmal identifizieren. Hey, was ist das denn hier für eine Hausparty hier? Oh, Edita Saphir. Oh, es geht jetzt schon los mit den Edelsteinen. Oh Gott, Leute. Ich habe doch schon keinen Platz mehr. So. Muss ich den schon wieder verbrauchen? Mann. Dann können wir hier jetzt mal Mana-Trank mal platzieren. Ich glaube... hoppala. Da ist schon der ledierte Saphir.
Anbringung möglich an gesorgten Gegenständen. Fügt 1-3 Kälteschaden hinzu, wenn man das auf eine Waffe ausrüstet. Bei Rüstung plus 10 zu Mana, Helme plus 10 zu Mana und Kältewiderstand bei Schild plus 12. Das sind ordentliche Werte auf jeden Fall. So. Cool. Ich bin Och Mann. Wie kann das... Ey. Okay, wir können auf jeden Fall mal ein bisschen cheaten. Ich platziere jetzt einfach mal die Keule hier. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So. Alter, wie viele es von diesen Truhen gibt, ne? Und ein Gold. Wow. Läuft, würde ich sagen. Oh, das scheint, glaube ich, die Höhle zu sein. Die Höhle des Bösen. Bam. Was ist eigentlich meine Minimap? Ich würde die eigentlich gerne halt wieder haben. Was ist denn die Karte? Leute? Wo ist die Minimap? Ich will gerne die Minimap haben. Ah! Okay. Cool. Hab sie gefunden, danke. So. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon den Großteil des Gebietes hier erkundet, ne? Fehlt ja nämlich nicht mehr sehr viel. Ja, man könnte ja auch schon mal, ein Kleinvieh macht auch Mist. Das weiß ich. Das dürfte, glaube ich, hier die Höhle sein, wenn es mich nicht täuscht. Jawohl. Da haben wir es gefunden. Sehr schön. Aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Aufnahmezeit. Ich denke aber mal nicht, dass wir jetzt die Höhle des Bösen angehen werden. Weil das würde so ein bisschen die Dauer des First Looks sprengen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, okay, den Schrein gibt es anscheinend nur einmal. Okay. Also den kann man nur einmal auslösen. Also bestimmte Schreine lassen sich nur einmalig auslösen. Alles klar, wir können ja mal gucken, ob wir hier im Schnelldurchgang da noch irgendwas finden. Aber aktuell sieht es so aus, als hätten wir, glaube ich, das gesamte Gebiet mehr oder weniger vollständig erkundet, ne? Boah, ich müsste auf jeden Fall mal die Gegenstände einsortieren, weil das ist schon ziemlich heftig, ey, dass wir schon so viel haben an Ausrüstung. Das ist in so einer kurzen Zeit, ne? So. Ah, okay, das Ausdauer-Elixier sorgt anscheinend dafür, dass wir dann, ja, quasi unendlich lang für eine kurze Zeit sprinten können. Okay, den können wir ja nochmal aufnehmen. Und da ist die Höhle des Bösen. Okay. Wunderbar, also zumindest das gibt es auf jeden Fall. Haben wir irgendwie einen Boost auf Geschicklichkeit oder warum ist das jetzt so, dass wir uns dadurch jetzt geschickter fühlen? Oder... ist unser prozentualer Ausweichwert jetzt für einen Zeitraum höher. Ich weiß nicht, was es mit den ganzen Schreien noch auf sich hat. Also einiges lässt sich ja super einfach erklären. Wie halt zum Beispiel... wie zum Beispiel halt der... Gesundheitsschrein. Oder der Ausdauerschrein. Aber dann gibt es halt noch etwas, was noch zum Beispiel hier den... die Geschicklichkeit boostet. Oh, ich habe ja bald keine Ausdauer mehr. Okay, ich muss mal ein bisschen drauf achten. Auf den Ausdauerbalken hier unten. Ja, aber ich glaube, scheint so, als hätten wir alles gemacht. Ah ja, wir können auch einfach stehen bleiben. Okay, das ist cool. Weil dann muss ich halt nicht die ganze Zeit mit dem linken Stick hier drücken, um zu sprinten.
Einmal gedrückt halten, immer gedrückt halten, ne? Wie es sich gehört. Beziehungsweise einmal drücken, immer drücken. So. Ne, das gibt's nicht mehr wieder. Ja, aber ich glaube, wir haben anscheinend alles. Okay. Also so groß ist das Gebiet tatsächlich hier jetzt erstmal, würde ich mal sagen, so auf den ersten Blick nicht. Ich weiß auch jetzt nicht, wie lang die Höhle des Bösen jetzt sein wird. Oh. Ja, guckt euch mal an, ne? Diese Sachen übersieht man schnell. Alter, fast hätte ich das ja sogar irgendwie noch abgestempelt, dass wir das alles gesehen hätten. Und dann ist hier irgendwie in dem kleinen Waldgebiet dann noch diese Truhe versteckt. Leute, 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 ne? Also da muss man echt aufpassen, dass man da wirklich nichts übersieht. Puh. Nicht schlecht, der Specht. So, Gesundheitsschrein. Können wir mal benutzen. Da fühlen wir uns gesund. Sehr schön. Wo ist der Ausdauerschrein? Das war doch der hier, ne? Ja, Mann. So. Ja, aber dann war es das, glaube ich. Also, das war so viel zum Blutmoor. So. Ich hoffe mal für uns, dass die Gegner jetzt nicht nochmal neu respawnen, wenn das Spiel nachher gespeichert wird. Ja. Falls es dem so sein sollte, dann kündige ich das schon mal vorneweg an. Ja, um uns keinen unnötigen oder unfairen Vorteil zu verschaffen. Ist es dann so, dass wir dann das Gebiet halt einfach nochmal abklappern, um nach der Höhle zu suchen. Ja. Und wir dann jeglichen Gegner, Truhe etc. alles ignorieren, ja? Es sei denn, die Gegner gehen uns dann so richtig hardcore auf den Sack und wir müssen die anscheinend bekämpfen, ehe sie uns dann doch in Ruhe lassen. Und wie gesagt, dann halt keinen unfairen Vorteil zu erspielen, ja? Weil ich meine, wir könnten jetzt halt jedes Mal das Gebiet neu laden und uns halt die Erfahrungspunkte halt grinden, wie wir lustig sind. Aber es ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, ja? Ich will ja auch ein bisschen Herausforderung haben im Spiel und dann schätze ich mal, es ist ja auch eigentlich ganz okay, wenn wir dieses Gebiet jetzt einmal durchfahren, wie wir es jetzt gemacht haben. Und ich meine, wenn wir jetzt einen legendären Gegenstand oder so aus den Augen verlieren, ne, weil die ja in irgendeiner komischen Truhe versteckt ist, dann haben wir halt Pech gehabt, dann ist es so. Lässt sich ja auch nichts ändern. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. So, ich würde mal aber sagen, wir kehren jetzt in die Stadt zurück und machen dann im ersten Part dieser Let's Play-Reihe nochmal eine Truhe. Machen dann im ersten Part, wie gesagt, mit dem Höhle des Bösen weiter. Und dann geht es da auch schon richtig mit dem Let's Play los. Jetzt würde ich aber sagen, wir kehren einfach mal zurück. Ja, es ist schön, dass du überladen bist. Das reicht jetzt auch. Danke. Brauchst es mir jetzt nicht fünfmal zu sagen, Ivana. Also, puh, die ist aber ganz schön nörgelerisch, ne? Okay, um jetzt auch meinen eigentlichen Satz mal zu Ende auszusprechen, wir kehren jetzt erstmal zurück. Ich würde mal auch vorschlagen, dass wir jetzt auch erstmal ein paar Sachen verkaufen, ja, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben, weil das mir jetzt schon wieder viel zu viel wird hier gerade. Seid gegrüßt. Heat ist ein Schwein. Ich war schon viele Male versucht, ihn aus dem Lager zu werfen, aber Charcy scheint ihn für einen guten Gefährten zu halten. Ich traue dem Mann nicht, aber wenn er sie tröstet, füge ich mich. Oh, anscheinend hat sie irgendwie einen Hass gegen Geet. Das, weiß ich nicht, ob ich das so jetzt in der Form nachvollziehen kann. Okay, Barif, du musst mir jetzt mal wirklich zeigen, wie du gerade eben dieses Lagerfeuer angezündet hast. Wie schnell ging das gerade? Jetzt könnten wir uns mal hier einfach mal aufwärmen, ne? Hier, 6 Stunden ASMR, Digga. Lagerfeuer Edition. So. Seid gegrüßt. Wenn, falls ich nach Lut-Golein gehe, werde ich die... Okay, er hat keine Infos für uns. So, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal erstmal in die Truhe oder zu meiner persönlichen Goldschatz. Oh, Entschuldigung, privater Goldschatz. Und ja, lagern schon mal einfach mal die Gegenstände ein, die wir haben. Weil ich denke mal jetzt hier, die Bolzen brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht.
So, deswegen legen wir die jetzt erstmal weg. Das erste. Jeweils ein volles Set, damit wir halt immer was in der Hinterhand haben. Ich denke mal 500 reichen jeweils. Oh Mann, ihr seht schon, ne? Also, der Platz in der Truhe ist auch extrem limitiert, also... Warte mal, was ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel was ablege? So. Ist da meins, oder? Ah ja, okay, die kann ich anscheinend auch benutzen, das ist cool. Geteilt. Oder heißt persönlich hier in dem Fall, dass es halt, dass die ganzen Gegenstände, die hier eingelagert sind, nur für mich sind und die anderen Spieler keinen Zugriff darauf haben. Und geteilt, also wenn ich die auf die Geteilt-Tab platziere, dass jeder Spieler sie nehmen kann, oder wie? Hm. Okay, also haben wir anscheinend 4 Slots frei. Das ist gut. Okay, wir haben blaue Wurfspieße. Das würde ich jetzt auch erstmal hier einlagern. Mal erstmal. Der macht aber grundsätzlich schon viel mehr Schaden hier, ne? Boah, und ist auch noch ätherisch. Also ich glaube, ätherisch ist schon mal, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Also die würde ich auch eigentlich erstmal weglegen. Fürs Erste. Hier haben wir nochmal ätherische Schärpe. Aber da haben wir eine gute Schärpe. Also die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Keine Ahnung, aber vielleicht hat der ätherisch irgendwie nochmal so eine besondere Eigenschaft. Wie haben wir diese Schriftrollen haben wir? Wir haben einmal Schriftrolle der Identifikation, zwei- und dreimal, okay. Weg das was, um das auf den kleinen Zauber auszuwirken. So. Okay, ich mach das mal. Wie verwende ich das? Ich würde das gerne mal identifizieren. Ah ja. Okay, und jetzt drücke ich mal drauf. Dann geht die eine Schriftrolle weg. Und was kriegen wir? Chromgrüner kleiner Zauber des Frostes. Wir brauchen Stufe 10. Na super. Also bringt uns das erstmal nicht. Fügt 1 bis 2 Kälteschaden hinzu. Giftwiderstand plus 7%. Ja super, hat sich ja sehr gelohnt. Nicht. Was haben wir hier? Schlechtes Kurzschwert. Ich glaube, das verkaufe ich. Ey, ganz ehrlich, also so schlechte Sachen will ich ja gar nicht. Schriftrolle der Identifikation, ja? Die will ich dann gerne, glaube ich, mal hier lagern. So. Einmal den hier rein. Da haben wir jetzt eben Pech, wenn wir dann beim nächsten Mal irgendwelche Gegenstände in blauer Schrift aufheben und wenn wir keine Rolle, Schriftrolle haben. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal ein paar Heiltränke weg, oder? So, die leichten zum Beispiel zumindest. So. Den ledierten Saphir können wir ja zum Beispiel auch noch nicht verwenden. Das heißt, der kann eigentlich auch weg. Ausdauerelixiere können raus. Und lassen wir mal einen für uns über. Ja, ich würde erstmal gerne einfach mal die ganzen schwachen Tränke verbrauchen. So. Weg damit. Dann haben wir hier... Okay. Zack. Und dann hätten wir hier noch ein bisschen Ausrüstung. Da haben wir Wurfmesser. Die könnten wir zum Beispiel benutzen. Boah, sollen wir jetzt nochmal drauf anlegen? Dolchklasse. Wurfschaden. Haben wir auch eine bestimmte Anzahl, oder? Ja, komm, Achso, hier haben wir nur eine Rolle. Achso, ich habe die falsche Schriftrolle eingelagert. Ups. Ich hätte gerne wieder das Stadtportal. Danke. Das Schwert will ich auf jeden Fall verkaufen, weil der ist wirklich Schmutz.
Ja. Ach komm. Ich glaube, die Messer legen wir auch einfach mal weg. So. Da haben wir jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen Platz, ne? Kann doch echt nicht wahr sein hier. Ach ja, und die haben dann noch die, hier die Keule. Die kann man eigentlich auch verticken. Also alles, was irgendwie beschädigt ist oder irgendwie schlecht oder keine Ahnung, was für negative Eigenschaften die Gegenstände mit sich noch, also noch mit sich bringen, die können wir alle wegmachen. Und die scheinen ja wirklich im Lagerfeuer hier zu chillen. Das finde ich cool. Auf jeden Fall. Schon krass, dass wir halt so lange jetzt hier im Inventar hier unsere Zeit verschwendet haben, sodass Tag wieder zu Nacht wurde. Schön, euch zu sehen. Ja, gleichfalls. So, die können wir verkaufen. 8 bringt es nur. Ja gut. Besser als nichts, ne? Es bringt immerhin 18. Okay. Was bringen denn uns die Bolzen und Pfeile? 26 und 39. Ja, ist auch nicht wirklich viel, ne? Ja. Da müssen wir, glaube ich, noch Gegenstände reparieren, ne? Wie machen wir das damit reparieren? L. Oder warte mal. Wie repariere ich das jetzt? So oder was? 1 Gold. Na komm, können wir machen. So, den Beschützer müssen wir noch nicht reparieren. Das ist gut. Da brauchen wir 2 Gold. Ja gut, aber es ist alles irgendwie noch verkraftbar einigermaßen. Oh, 4 Gold sogar. Oh Mann, ey. Ziehen die mich schon blank aus, ey. Ich glaube, ich fühle mich da langsam so in der City, in dem kleinen Lagerchen, dann nicht so heimisch, ne? So. Sehr schön, haben wir zumindest mal unsere Gegenstände mal ein wenig einsortiert. Damit haben wir jetzt auch schon 100 Goldstückchen, ne? Damit können wir ja easy diese ganzen Amulette und Ringe leisten, die Geet hier uns verkauft. Naja, natürlich. So. Hallo? Hallöle. Wie viel kosten denn 450 jeweils? 240. Boah, eigentlich würde es sich lohnen, da auch die Foliante zu kaufen, ne? Aber wir haben ja kein Geld. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter, muss man ganz klar sagen. Aber gut, dann ist es eben so. So. Ja, dann haben wir ja eigentlich alles soweit, ne? Ich meine, wir können uns ja jetzt im Lagerfeuer uns gemütlich machen. Ja, wie gesagt, das mit dem Höhle des Bösen machen wir dann im ersten Part des offiziellen Let's Plays zu Diablo 2 Resurrected. Und ja, jetzt würde ich sagen, wenn wir halt erstmal nichts mehr weiter haben, ne, weil hier haben wir, findet die Höhle. Aber obwohl, haben wir eigentlich doch schon gefunden, oder nicht? Ja, ansonsten müssen wir es eben nochmal finden. Na gut, egal. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch ins Option Nachrichten-Logbuch? Ach so, okay, da können wir unsere ganzen Nachrichten einsehen. Hier hätten wir noch was. Und dann steht Hilfe und Speichern verlassen. Oh, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Hoffentlich klappt das. Ich glaube, ich teste es jetzt einfach mal direkt aus, würde ich sagen. Gucken wir mal. So. Okay, zumindest der Ausgang ist schon mal gleich. Sie werden mich nie und nimmer kommen sehen. Ah, okay, die Gegner respawnen wieder, alles klar. Okay, das ist doof tatsächlich. Aber gut, wie ich das ja schon gesagt habe, dann werden wir die dann entsprechend ignorieren. Da müssen wir eben nochmal die Höhle des Bösen finden. Aber dann ist es eben so. Wir haben auch kein Portal gefunden, ne? Ja gut, vielleicht brauchen wir das ja sowieso erstmal noch nicht großartig zu betrachten. Okay. Ja, dann war's das. Erstmal, so vom ersten kleinen Gameplay, was ihr hier zu Diablo 2 Resurrected anschauen durftet. Und ja, was ist schon so mein
Zwischenfazit zu den ersten Eindrücken zum Spiel. Ja, also gut, Nostalgie kickt wieder mal richtig hart rein. Macht auch gut Laune. Ne? Also Gameplay fühlt sich auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Ne? Grafik. Ne? Man merkt auf jeden Fall, es ist ein bisschen aufgehübscht. Aber das Ding funktioniert und das ist schon mal sehr gut. Ja, und an sich, gut, klar, ne? Wir hauen ja jetzt aktuell jeden Gegner weg und so weiter. Liegt ja aber auch natürlich daran, dass wir noch im Tutorial gefühlt sind. Und wir auch gerade erst das erste Gebiet hier von den Monstern freigeräumt haben. Und ja, da stellt sich jetzt natürlich für mich aber die Frage, wie es denn weitergeht. Und ich würde es tatsächlich auch irgendwo von euch abhängig machen, was ihr da unter den Kommentaren reinschreibt. Und zwar einmal, wollt ihr das entweder in Let's Play-Form sehen, das heißt pro Part so ungefähr mal eine halbe Stunde, oder wollen wir das dann immer über längere Aufnahmesessions machen, die dann so meistens so zwischen, ja, ich sag mal, 1,5 bis 2 Stunden gehen, ja, ohne Unterbrechung oder halt mit Pausen dazwischen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ihr da mal kurz euer Feedback dazu reinschreiben würdet. Genauso auch zu dem gesamten First Look an sich und zum Video selber. Vergesst dem Ganzen auch nicht dementsprechend einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen an dieser Stelle. Und ja, was gibt es da eigentlich noch abschließend zu sagen? Eigentlich nicht mehr sehr viel, ne? Weil es wäre jetzt auch unfair, dass ich da jetzt mal eine objektive Wertung abgebe, weil, wie gesagt, ich fühle mich ja auch mit Diablo 2 auch sehr, sehr stark verbunden. Weil, wie schon gesagt, einfach anfangs erwähnt, ist ja auch mein erstes RPG-Game gewesen, auch so als kleiner Knirps. Und ja, das hat mich auch schon extrem gefesselt. Und ich glaube, das Spiel könnte wirklich Potenzial haben, dass ich das definitiv durchspielen würde, ne? Sofern natürlich die Motivation stimmt. Und ich denke mal, so für zwischendurch ist es auf jeden Fall eine coole Sache, das Ganze zu machen. Klar könnte ich mir auch vorstellen, dass es für den einen oder anderen dann ein bisschen zu repetitiv sein wird. Aber gut, das zeichnet ja auch irgendwo Diablo 2 ja auch aus, dass man das quasi aus der Vogelperspektive spielt, dass man dann halt Hack-and-Slay-mäßig die Monster bekämpft. Da gibt es nicht viel abwechslungsreiches Gameplay. Das ist leider so. Ne? Damit muss man sich dann auch abfinden. Ich versuche dennoch durch meine wunderschönen Sprachkünste und durch, ja, Wissenswertes hier zu glänzen, was mir aber auch nicht immer gelingen wird, seien wir ehrlich. Und insbesondere nicht mit dem Halbwissen, was ich immer ausstrahle. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist mein erstes Fazit oder mein Ersteindruck zum Spiel eigentlich recht positiv. Ne? Läuft flüssig. Ja, spielt sich gut. Controller, Steuerung funktioniert auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Also, ne, mit dem Cursor und so weiter und so fort. Also, das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Erstaunlich gut, muss ich sagen. Dass man auch mit dem Steuerkreuz dann quasi auf jedes einzelne Kästchen nochmal anklicken kann. Gefällt mir. Und ja, so von den Spielmechaniken haben sie anscheinend auch wirklich an die richtigen Stellen geschraubt. Ne? Dass man halt wirklich nochmal so einen eigenen Goldschatz hat, wo man da nochmal sein gesamtes Gold ablegen kann. Dann haben sie, glaube ich, auch die Inventarmenge in der Truhe erweitert. Und ja, warten ja auch mit hoffentlich neuen Spielelementen auf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließe ich damit das First Look an dieser Stelle ab. Bedanke mich nochmal bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser doch mittlerweile recht langen Ausgabe. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, sehen wir uns dann in der ersten Ausgabe wieder, je nachdem, in welcher Form ihr es euch wünscht. Und in diesem Sinne, haut rein!